Willkommen zur 127. Sitzung der Piratenfraktion und anderer im Berliner Abgeordnetenhaus am, oh Gott, am 27.12.015. Ja, das ist heute, das ist so. Ich eröffne die Sitzung und übernehme die Sitzungsleitung, wenn es keinen Widerspruch gibt. Das ist nicht der Fall. Anwesend bzw. abwesend ohne Delegation sind Susanne Graf, Alexander Morlang und Gerwald Klaus Brunner aus verschiedenen Gründen. Christopher ist auch nicht da, wie mir das Pad gerade mitteilt. Habe ich noch wen vergessen? Nö. 2, 3, 4. Das heißt aber, alle anderen sind da, mit einfachem Stimmgewicht. Hui. Damit sind wir beschlussfähig. Und kommen zur Tagesordnung. Wir haben noch ein paar Anträge. Sind das tatsächlich alle? Das können nicht alle sein. Ja, das sind mehrere. Die anderen sind da schon drin. Alles, was da nicht drin ist, war rechtzeitig da. Die Verfassung noch nicht. Die muss da noch rein. Die muss da noch rein. Gut. Haben wir denn inzwischen einen Simon, hat irgendjemand zufällig daran gedacht, ich mach mal das. Dann haben wir das auch geklärt und kommen zu den Änderungen der Tagesordnung. Wir haben einmal den Tagesordnungspunkt 722, wenn er so gewünscht wird, und zwar Teilnahme am diesjährigen Girls Day am 23.04.2015. Gibt es Widerspruch zum Einfügen dieses Antrags? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Dann gibt es den Antrag, den Tagesordnungspunkt 622 anzufügen, und zwar der Antrag freie Fahrt für Bus und Bahn, Schadstoffbelastung minimieren, Ausrufezeichen. Herr Morlang freut sich schon, das freut mich wiederum. Gibt es Widerspruch, diesen Antrag hier in die Tagesordnung einzufügen? Das ist nicht der Fall, dann machen wir das so. Und dann müsste es noch wenn ich richtig zähle, 623 geben. Der liegt jetzt noch nicht im Ticket vor, das kommt gleich noch. Das Protokoll zählt mit und nickt wahrscheinlich, hoffentlich, 623. Jedenfalls ein Antrag ans Plenum zusammen mit den Linken und den Grünen zur Verfassungsänderung bezüglich fakultativer Referenden. Ja? Gibt es da Widerspruch? Ist nicht der Fall. Wie gesagt, den haben wir noch nicht, der kommt gleich im Ticket, den kann man dann unten verlinken, das macht Heiko selbstständig. So, weitere Tagesordnungsänderungen ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Ankündigung und Ansagen. Habe ich heute nicht. Irgendjemand anders was ankündigen? Auch nicht der Fall. Finanzen sind teilweise eingetragen, werden noch nachgetragen. Wir kommen zum... Mir fehlt das... Ticket wieder abgeschnitten. Ja, immer unter Ruhe. Das ist jetzt nicht... passt schon. Dann Genehmigung des Protokolls der vergangenen Sitzung. Wir haben eins, genau, und zwar der Sitzung am 20.01.2015. Gibt es da Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, respektive dagegen? Das ist einstimmig dafür bei Enthaltung von Wolfram, Phil, Simon K., Alexander M. Ich bin auch dafür. Ich brauche nur noch ein Bällchen. Das hole ich mir jetzt gleich. Ja, aber gerade aktive Transparenzvermeidung betrieben, habe ich festgestellt. So. Dann würde ich aus gegebenem Anlass vorschlagen, dass wir auch zumindest den Tagesordnungspunkt 6 wieder vorziehen. Ist das? Spricht niemand dagegen, dann machen wir das so. Dann gehen wir rüber in Tagesordnungspunkt 6 und machen noch die Anträge vor dem Plenarablauf. Und zwar haben wir zum einen unter 6.1 keine Umlauf beschlossenen seit der letzten Sitzung. Unter 6.2 haben wir den Tagesordnungspunkt 6.2.1 Finanzierung von Schallschutzmaßnahmen am Flughafen Tegel frühzeitig planen, Vorbereitung für deren Umsetzung beginnen.
Der Antrag ist quasi von mir eingereicht, betrifft aber auch den Bereich, insbesondere den Bereich unseres verkehrspolitischen Sprechers und aber auch den Bereich unseres umweltpolitischen Sprechers. Uns fällt bestimmt noch was anderes ein, bürgerschaftliches Engagement oder so. Genau. Es geht darum, dass jetzt nicht nur uns, sondern auch der Koalition in der letzten Woche aufgefallen ist, dass sollte der BER im Jahr 2017 nicht fertig werden, eine ganze Menge Forderungen auf das Land Berlin zukommen könnten, was den Schallschutz bei Tegel und um Tegel und in den Flugschneisen zu Tegel betrifft. Denn da gilt bis 2017 noch die Ausnahmeregelung dieses eigentlich formal schon geschlossenen Flughafens, die da sagen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner sich mal nicht so haben sollen, weil es eh bald vorbei ist. Wie gesagt, die Frist dafür läuft bis 2017. Es ist ja jetzt nicht so, als könnten wir alle ganz fest davon ausgehen, dass 2017 da unten ein fertiger Flughafen steht und Tegel dann auch geschlossen worden sein wird. Ehrlich gesagt, diese Diskussion habe ich auch, aber das, du kannst gerne dich gleich melden. Um den massiven Forderungen gegenüber dem Land Berlin und dem Haushaltsrisiko, das damit verbunden ist, also in Milliardenhöhe vorzubeugen, ist es unserer Meinung nach sinnvoll, ein Konzept zu haben, das im Falle eines Falles greift, auch möglicherweise Rücklagen zu bilden, beziehungsweise sich schon mal strategisch zu überlegen, wie man denn so einen Schallschutz angehen könnte. Dazu wollen wir den Senat auffordern, auch natürlich, um das Thema aufzugreifen. Und dafür ist der Antrag da. Der Fabio hat sich gemeldet und jetzt hat sich dann auch der Alexander Morlan gemeldet. Fabio, bitteschön. Gibt es einen konkreten Grund für genau das, die Auswahl des Jahres 2017? Ja, weil da, wie ich gerade ausgeführt habe, die Frist endet. Ab dann werden die Schallschutzmaßnahmen nach Gesetz fällig. Und es gibt keine Schallschutzmaßnahmen nach Gesetz. Das heißt, dann haben die Anwohnerinnen und Anwohner ungefähr 300.000 in den Schallschutzgürteln die Möglichkeit, den Senat zu verklagen auf diese Maßnahmen. Alexander, bitteschön. Also wir hatten ja die Anhörung zum Thema Nachnutzung Tegel. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Pavel kann das dann vielleicht bestätigen oder verneinen, aber ich glaube, auf Rückfrage sagten Sie, dass Sie 2017 sicher sind zu wissen, wann der andere Flughafen fertig wird. Also dass zumindest so die Leute, die sich mit der Nachnutzung von Tegel beschäftigen, glauben, dass man 2017 weiß, wann BER fertig wird und sie dann genauer planen können. Waren es 2016 oder 2017? Von daher halte ich das auch für eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Das ist tatsächlich im Übrigen auch die Aussage von Herrn Medon gewesen. Also er wird es dann ja nicht mehr machen, aber die Aussage dieses jetzigen Terminbands ist, ja, 2017 wissen wir, genau, ob es 2017 wird. Die Nachnutzer wussten es schon vorher. Ja. Genau. Pavel, bitteschön, du bist der Nächste. Ja, ja, ja. Also laut meiner Anzeige. Gut, als ich spontan den Antrag gesehen habe, war ich etwas skeptisch, ob das wirklich eine gute Idee ist. Wenn ich das richtig verstehe, verlangen wir, dass jetzt durchaus schon Geld ausgegeben wird, um dort einen Plan zu machen, zumindest um den Eventualitäten zu begegnen. Ich bin nach jetzt dem Informationsstand, den ich habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass 2017 jetzt der Flughafen tatsächlich eröffnet werden wird, weil nach meiner Wahrnehmung sie etwas, was man eigentlich in einem halben Jahr machen könnte, sich dafür jetzt nochmal 2 Jahre Zeit genommen haben und das dann nach insgesamt 11 Jahren Hochbauzeit für dieses Gebäude, was normalerweise, wie gesagt, 5 oder 6 Jahre dauert, selbst wenn man jetzt 3 Jahre Stillstand und Nichtstun weitgehend mit dort einbezieht, dann also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es fertig wird. Die Unsicherheiten, sagen wir mal, liegen im Bereich dann von
Abnahme- und Genehmigungsverfahren, aber auch dort scheint mir irgendwie doch recht viel Luft zu sein. Und was sich tatsächlich jetzt geändert hat, nach den Informationen, die ich habe, wird seit neuestem auf der Baustelle wieder gearbeitet. So, also es gibt dort wohl in aber es gibt dort wohl in nennenswerter Anzahl Handwerker, die etwas tun. Und ich werde mir das demnächst aber vor Ort auch nochmal anschauen, ob dem tatsächlich so ist. Das vielleicht dazu und vor dem Hintergrund. Also ich halte es sicherlich auf jeden Fall für eine gute Idee, Druck zu machen und nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wenn 2017 das Ding nicht ans Netz geht, tatsächlich riesige Probleme und Kosten auf die Stadt zukommen. Die Frage ist, wie viel wollen wir jetzt tatsächlich, dass der Senat jetzt im Vorfeld ausgibt, um gegen diese Eventualität sich zu wappnen, wo ich auch mir nicht sicher bin, ob man sich gegen die Milliardenschäden, die da sind, tatsächlich sinnvoll wappnen kann. Das wollte ich nur zu bedenken geben bei der ganzen Sache. Wobei ich, wie gesagt, auch nicht die Gefahr sehe, dass der Senat wahrscheinlich wirklich tätig werden wird in dieser Richtung. Vielen Dank, Pavel. Ich habe dann gleich noch eine Frage an dich, was die Maßnahme ist, von der du der Meinung bist, sie könnte in einem halben Jahr erledigt werden, wofür sich die Flughafengesellschaft Zeit nimmt. Um deine Formulierung zu benutzen, meiner Information nach stimmen deine Informationen und Einschätzungen nicht. Es ist hochgradig fragwürdig, ob es 2017 klappt. Die Puffer, die du angesprochen hast, sind eigentlich keine Puffer. Aber das müssen wir jetzt nicht ausführen. Also ich sehe das einfach ganz anders als du. Es ist auch nicht die entscheidende Frage, wie viel der Senat jetzt ausgibt im Vorfeld, weil das steht auch nicht im Antrag. Sondern die entscheidende Frage ist, ob der Senat hier Vorsorge leisten möchte und ob wir darauf hinweisen wollen, dass es hier Vorsorge gibt und nicht die Frage, wie viel das möglicherweise im Vorfeld kostet. Sollte sich die Fraktion dazu entscheiden, eine sinnvolle Maßnahme. Meiner Meinung nach ist es sowieso eine sinnvolle Maßnahme, genau diese Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, soweit es denn überhaupt möglich ist. Wie gesagt, also ich rate ein bisschen davon ab, sich von Zahlen und Wirtschaftsberichten beeindrucken zu lassen und jetzt dieses Projekt anzufangen, schön zu reden. Wolfram, bitte. Eigentlich auch noch eine Bekräftigung von meiner Seite. Es ist natürlich richtig, dass der Flughafengesellschaft jetzt sagt, sie werden 2017 fertig. Sie wissen auch, dass sie 2017 fertig werden müssen aufgrund dieser Schallschutzrandbedingungen. Und mich erinnert das alles ein bisschen auch an die Staatsoperngeschichte. Der Fertigstellungstermin wird festgelegt, nachdem was die Randbedingungen einfach hinstellen. Und deswegen finde ich den Antrag durchaus sinnvoll und würde da auch nicht drauf verzichten, da ein bisschen Geld vom Landeshaushalt Berlin dafür auszugeben und würde eigentlich für den Antrag stimmen. Und meine Meinung ist ja eigentlich immer, der richtige Fertigstellungstermin des Flughafens BER wird erst bekannt gegeben, wenn der Flughafen BER eröffnet ist. Jetzt bleibt noch die Frage nach der Maßnahme, von der Pavel eben geredet hat. Willst du uns aufklären? Ja. Naja, die Fertigstellung im Wesentlichen der Brandschutzanlage, der umgebaut. In einem halben Jahr. Ja, ich meine. Weißt du, was da erst dazu gehört? Aber wir müssen es nicht ausführen. Nein, wie gesagt, der Punkt ist, also die Fertigstellung wird auch nicht länger dauern, sondern der Rest ist halt alles dann entweder Planung oder bauliche Abnahme oder Genehmigung. Ich meine, ein halbes Jahr ist verdammt viel Zeit, wenn du ein paar hundert Leute hast, die, ich sag mal, Lüftungskanäle verlegen. In China bauen die so Dinger komplette Flughäfen in zweieinhalb Jahren. Ja? Das heißt, es ist nicht jetzt das Problem, das zu montieren, sondern das sind halt mehr die Prozesse drumherum. Und wie gesagt, mit 11 Jahren Hochbauzeit und in
Ich meine, das sind jetzt noch 2 Jahre, die Zeit sind. Ja? Also, ursprünglich sollte der Flughafen komplett in dreieinhalb Jahren fertiggestellt werden. So, also diese Dimension und es ist auch tatsächlich, also man sieht anderswo, das geht halt alles. Das heißt, da ist einfach meiner Meinung nach extrem viel Luft drin. Es ist sicherlich auch sinnvoll, dass diese Luft drin ist, aber meiner Meinung nach, ich sag mal, sind 11 Jahre Hochbauzeit für ein Flughafenterminal. Ich weiß nicht, wie lange die, also das nimmt schon langsam pyramidale Ausmaße an. Also ich meine damit so Pyramiden in Ägypten, da haben sie ähnlich lange dran gebaut. Und wie lange soll es, also 11 Jahre ist jetzt echt, ja, 13, 15. Pavel, diese ganzen Vergleiche haben alle nicht dazu geführt, dass der Flughafen innerhalb der vorgegebenen Bauzeit eröffnet wurde. Es wird auch nicht der billigste Flughafen der Welt werden. Und ehrlich gesagt, würde mich wirklich interessieren, wo du deine Informationen her hast. Ich war letzte Woche auf der Baustelle. Es ist nicht so, als würden da wahnsinnig viele Leute arbeiten, aber das kannst du dir auch selber angucken. Müssen wir uns nicht drüber streiten. Es geht in dieser Fraktion offensichtlich unterschiedliche Meinungen darüber, wie erfolgreich dieses Projekt bis 2017 sein wird. Da müsst ihr euch jetzt entscheiden, ob vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Einschätzungen der Antrag, der uns vorliegt, richtig und wichtig ist. Aber Alexander Morlang hat noch eine Meldung. Ich glaube, das Anwenden des chinesischen Ansatzes zur Beschleunigung der Fertigstellung ist wahrscheinlich sehr effektiv, aber mit der hier geltenden Gesetzgebung auch nicht verträglich, wobei wahrscheinlich dann großflächig Leute umlegen müssten, um das zu beschleunigen. Kann es sein, dass du einfach gerechnet hast, wie lange man braucht, um die Firmware über das serielle Konsolenkabel einzuspielen und dann bist du auf ein halbes Jahr gekommen? Egal, ich trolle nicht weiter, aber ich musste unbedingt nochmal. Du hast einen GU, wir haben einen GU-Antrag. So, Ende der Diskussion, und ihr könnt euch ja dann bilateral miteinander darüber unterhalten, ob die chinesische Methode gut oder schlecht ist. Nein, 2 Sätze, sonst fängt der wieder an, sich zu melden. So, also noch habe ich die Sitzungsleitung, so ihr mir das nicht streitig machen wollt. Ich würde jetzt Herrn Mayer die letzten Redebeitrag erlauben. Gut, ich wollte nur sagen, ich werde den Antrag jetzt auch unterstützen vor dem Hintergrund tatsächlich, dass es vor allem darum geht, das Ganze die Folgen ins Bewusstsein zu rücken an der Stelle und klarer greifbar zu machen. Denke ich, kann man das durchaus fordern. So, ja, dann ist die Aussprache beendet. Wer ist dafür bzw. dagegen, diesen Antrag einzubringen? So, super, das ist schön, das ist einstimmig, ohne Enthaltung. Alle Anwesenden, müssen wir die Anwesenden nochmal durchgehen oder sind die schon im Protokoll? Ist schon alles geklärt. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der da wäre? 622, gemeinsamer Antrag der Oppositionsfraktionen, Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Ursachen, Konsequenzen und Verantwortung für die Kosten- und Terminüberschreitungen bei der Sanierung der Staatsoper unter den Linden. Der Titel kommt mir irgendwie bekannt vor. Wolfram, bitteschön. Der Titel kommt dir bekannt vor, du hast den Entwurf auch schon mal zugeschickt bekommen. Also es ist nicht genau derselbe Text, den wir ursprünglich mal verfasst haben, wenn du das gemeint haben solltest, aber egal. Wir haben jetzt mit den anderen Oppositionsfraktionen einen gemeinsamen Fragenkatalog zusammengestellt. Also ich hatte es ja beim letzten Mal schon erwähnt, wir sind da ein bisschen außen vor gelassen worden oder beziehungsweise nur so hintenrum mit reingekommen. Aber wir denken, dass unsere Fragestellungen, die wir vorab schon mal an die Presse kommuniziert haben, hier in ausreichender Weise wiederzufinden sind und stehen zu diesem Fragekatalog. Ein bisschen Unstimmigkeiten gab es noch, ob man dem Untersuchungsausschuss eine zeitliche Begrenzung mitgeben soll. Es gab den Wunsch, und da haben wir eigentlich auch
zugestimmt, das möglichst zügig hinter sich zu bringen und möglichst nicht zu weit in die Wahlkampfphase hinein zu verschleppen. Es steht jetzt eine Befristung auf 12 Monate drin. Wir fanden das ein bisschen unglücklich, das so konkret reinzuschreiben. Und haben auch uns vorbehalten, unter Umständen in weiteren Verfahren dann noch einen Änderungsantrag einzugeben, um das entweder rauszunehmen oder das vielleicht auch ein bisschen aufzuweichen. Aber die anderen Oppositionsfraktionen waren sich da dann doch einig, das lieber drin zu lassen. Und im Zweifelsfall, haben Sie angedeutet, könnte man ja immer noch die Minderheitenkarte ziehen, um den Ausschuss dann zu verlängern. Über die rechtlichen Implikationen bin ich mir da jetzt nicht ganz im Klaren, ob das wirklich so funktioniert, aber das wird ja noch im weiteren Verfahren geprüft. Ja, ansonsten nach dem einen Bauskandal BER haben wir jetzt hier also den Antrag zum nächsten Bauskandal Staatsoper und wir hoffen da eben noch zur Aufklärung beitragen zu können und auch im Hinblick darauf, das in weiteren Bauprojekten des Landes Berlin dann vielleicht mal so zu regeln, dass solche Sachen uns erspart bleiben. Aber das ist bis jetzt noch Zukunftsmusik. Und wenn Fragen sind, dann gerne Fragen an mich. Genau, vielen Dank. Bitte? Eine kleine Anmerkung noch. Ich hatte den Antrag ja am Freitag schon eingestellt. Der hat jetzt noch eine kleine Änderung, eine Detailänderung erfahren, und zwar in dem Punkt 2, wo es um die Zusammensetzung und die finanzielle Ausstattung des Ausschusses geht, wurde jetzt von einer jährlichen auf eine monatliche Berechnung übergegangen. Das ist wohl auf Betreiben des Hauptausschusses so gewünscht. Und ja, rein rechnerisch sind es wohl 4 Euro mehr dann pro Jahr, wenn man einen Rundungsfehler noch drin hat. Aber das ist, glaube ich, ein kleineres Detail. Das soll uns jetzt nicht davon abhalten, den Antrag zu beschließen. Die konkretisierte Fassung steht jetzt im Ticket und das auch angehängt nochmal das Dokument, so wie es jetzt ist. Vielen Dank, sehr genau und korrekt. Ich glaube, das liegt einfach an der haushaltswirtschaftlichen Problematik der Finanzierung. So. Das hat auch keine großen Auswirkungen zu der Frage der Befristung. Kann ich noch sagen, es gibt plausible, zumindest im ersten Moment plausible verfassungsrechtliche Bedenken zu dieser Art der Befristung des Ausschusses. Die werden wir dann auch, das ist schon soweit abgesprochen, im Rechtsausschuss thematisieren. Wirst ja gerne auch mitmachen, wirst ja wahrscheinlich sowieso dann da sein, wenn der Antrag im Rechtsausschuss landet. Da habe ich jetzt dann heute die anderen Oppositionsfraktionen auch mal darauf hingewiesen und die gucken sich das jetzt dann auch nochmal an, ob das nicht vielleicht eher eine blöde Idee ist, das da reinzuschreiben. Genau, das hält uns aber nicht davon ab, das gemeinsam zu beantragen. Gibt es noch weitere Fragen, Aussprachemöglichkeiten? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, diesen Untersuchungsausschuss mit den anderen beiden da einzurichten? Das ist wiederum einstimmig, ohne Enthaltung. Vielen Dank, dann machen wir das so. Und wir kommen zum nächsten. Na, jetzt ist hier der ganze Untersuchungsauftrag drin, also was. 6.2.2.3, ne? 2.3, Antrag an das Plenum, freie Fahrt für Bus und Bahn, Schadstoffbelastung minimieren. Ausrufezeichen. AntragstellerIn ist Andreas Baum, bitteschön. Ja, besser. Ein Antrag, den Alexander Murlang angestoßen hat, deswegen gleich zu Beginn willst du da auch drunter stehen. Der Titel wird nochmal geändert auf freie Fahrt in Bus und Bahn, genauso wie noch ein paar kleinere redaktionelle Überarbeitungen stattfinden werden, aber es macht Sinn, den jetzt schon zu beschließen. Grundsätzlich geht es darum, dass gerade an den Tagen, wo die Schadstoffbelastung die Grenzwerte in Berlin übersteigt und besonders hoch ist, unser Konzept des fahrscheinlosen Verkehrs mal in Funktion tritt und die Leute dann eben statt ins Auto in Bus und Bahn einsteigen und dort fahren können.
Ja, ich glaube, ich muss jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Gibt es Fragen? Genau, zunächst mal Wortmeldungen. Es gehen einige Wortmeldungen hoch. Möchte der quasi Co-Antragsteller-Ideen jemand zuerst was sagen? Ich würde dich da vorlassen. Bitte schön. Also inspiriert hat mich da die Situation in Paris. Die haben das nämlich so gemacht. Haben dann bei einer enormen Belastung gesagt, es dürfen jetzt nur noch die Hälfte der Autos fahren und haben dann immer gerade oder ungerade Kennzeichen auf die Straße gelassen und dafür die öffentlichen Personennahverkehr einfach freigegeben. Irgendwie muss man da ja hinkommen. Und ich dachte, jetzt kann ich mal so einen schönen 2009er Spruch, Piraten lieben die Freiheit und deshalb sind wir natürlich gegen repressive Maßnahmen, wie wir verbieten dir das Autofahren, aber so eine Anreiz, so eine Incentive, einfach mal dieses ÖPNV-Netz zu nutzen, wenn man sich nicht mehr mit diesem Automaten auseinandersetzen muss, könnte ja vielleicht dazu führen, dass die Menschen das nicht nur an dem Tag nutzen, wo sie ein Schadstoffproblem haben, sondern auch häufiger zum Mittel des Bus- und Bahnfahrens greifen. Möglicherweise entlastet es ja tatsächlich die Luft, wo es ja auch Stimmen gibt, die sagen, dass unsere freien Staubbelastung im Wesentlichen von der polnischen Schwerindustrie kommt und windrichtungsabhängig ist. Aber dann können wir halt an der Wettervorhersage sehen, wann wir kostenlos Bus und Bahn fahren können. Vielen Dank für die Wortmeldung. Pavel war kurzfristig eher. Ja, ich wollte nur sagen, ich finde den total geil, den Antrag und so flankieren könnte man das dann natürlich, wenn man dafür argumentiert, dann natürlich auch noch durch Schadenersatzansprüche und anderes, wenn halt das Land Berlin nichts dagegen tut, die Feinstaubbelastung zu minimieren, können halt andere schlimme Dinge passieren. Und ich finde auch diesen finanziellen Druck, der dadurch ausgeübt wird, finde ich ziemlich genial an der Stelle. Wolfram, bitteschön. Erstmal wollte ich die Gelegenheit auch nutzen, den Antrag zu loben und finde das auch sehr gut. Und da war aber auch schon bei den redaktionellen Änderungen, es ist mir gerade so ins Auge gesprungen, das Stickoxid, also Oxid wird hinten mit I geschrieben in der vierten Zeile. Ich hoffe, das fällt dann auch in die redaktionellen Änderungen rein, aber der Antrag auf jeden Fall ist trotzdem gut. Ich kenne das Problem, wenn man gerade mal nicht weiß, wie ein Wort geschrieben wird, das dann bei Google eingibt und Google einem die englische Vervollständigung gibt. So, gibt es weitere Wortmeldungen zu dem sehr wunderbaren Antrag? Nicht? Gut, dann würde ich sagen, stimmen wir den ab. Wer ist dafür, dagegen? Das ist wiederum einstimmig, ohne Enthaltung. Ihr seid aber auch heute herzallerliebst. Großartig. Dann kommen wir zum vermeintlich letzten Parlamentsantrag für heute. Das ist dann die 624. Vielen Dank. Und zwar die Änderung der Fassung und Verfassung von Berlin und Durchführung eines Volksentscheides. Herr Dr. Weiß, möchten Sie da mal vortragen? Bitte schön. Also. Erstmal muss ich um Entschuldigung dafür bitten, dass das jetzt so kurzfristig kommt. Der Punkt ist, wir haben jetzt die letzte Woche beziehungsweise die Vorsitzenden der rechtspolitischen Sprecher der Oppositionsfraktionen haben sich da was überlegt, was rechtzeitig zu dieser Plenarsitzung. Okay, was rechtzeitig zu dieser Plenarsitzung eingebracht werden soll. Das hat jetzt auch geklappt. Es war allerdings jetzt bis gerade eben keine endgültige inhaltlich abgestimmte Fassung da. Jetzt ist eine da. Deshalb fasse ich jetzt mal zusammen, was da drin steht, worum geht es. Also die Koalition möchte ja diese Olympia-Befragung durchführen, aber nicht verbindlich. Und sie möchte dazu auch nichts in die Verfassung schreiben, sondern sie möchte das einfach so machen. Wir wollten das halt immer richtig machen. Wir haben halt immer gesagt, wenn man das macht, dann führt man dieses Instrument gleich allgemein an, dann schreibt man das in die Verfassung und dann überlegt man sich auch, wie das sinnvoll auszugestalten hat. Diese Arbeit hat sich die Koalition nicht gemacht. Die Koalition wollte ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, dann auch doch nicht mit uns reden. Jetzt mussten wir das halt machen und haben da einen Vorschlag vorgelegt, der mehrere Punkte zusammenfasst. Erstens, es werden Parlamentsreferenten eingeführt, also vom Parlament, nicht vom Senat, initiierte
Befragungen. Die sind allerdings an eine große Hürde geknüpft. 3/4 Mehrheit im Parlament, damit das nicht halt einfach so ein politisches Mehrheitsinstrument wird, um sich irgendwie seine eigene Politik einfach nur abnicken zu lassen. Und es besteht dann die Möglichkeit für Minderheiten im Parlament oder auch für Initiativen aus der Bevölkerung, Alternativvorschläge vorzulegen, die dann bei Erreichen einer hinreichenden Unterstützung mit abgestimmt werden. Auch das eine Forderung, die wir ja schon artikuliert haben, so zu dem Thema. Daneben werden, weil das ja eigentlich auch keine, ist eigentlich, muss ich dazu sagen, Volksbefragungen sind eigentlich kein Instrument der direkten Demokratie. Deshalb haben wir gleichzeitig ein Maßnahmenpaket, das die direkte Demokratie insgesamt stärkt. Insbesondere führen wir ein Referenden nach Schweizer Vorbild, also Referenden, die, wenn das Parlament einen Beschluss trifft, es ermöglichen, wenn innerhalb einer geeigneten Frist genügend Unterstützung aus der Bevölkerung zusammenkommt, über diesen Beschluss abstimmen zu lassen. Also nicht nur das Parlament kann Befragungen initiieren, sondern auch die Bevölkerung über Beschlüsse des Parlaments. Das erscheint das einfach notwendig dazugehörende Gegenstück. Außerdem haben wir die Gelegenheit genutzt, auch insgesamt ein bisschen an die direkte Demokratie ranzugehen. Erstens Volksinitiativen. Volksinitiativen, also das, wo das Parlament nur mit was befasst wird, kennt ihr, ist kein häufig angewendetes Instrument. Warum? Weil die Leute wissen, es passiert nichts, sondern sie wissen, wenn sie wirklich was erreichen wollen, müssen sie gleich ein Volksbegehren starten. Dann können sie nämlich im Zweifel, wenn das Parlament sagt, nö, können sie immer noch Unterstützung sammeln und dann wird darüber abgestimmt. Deshalb integrieren wir die Volksinitiative ins Volksbegehren. Das bedeutet, das bedeutet insbesondere, dass dann in Zukunft Volksbegehren nach der Unterschriftensammlung, nach der ersten Unterschriftensammlung, wir wissen wahrscheinlich, dass es zweistufig ist, nach der ersten Unterschriftensammlung schon ein Anhörungsrecht, also ein frühzeitiges Anhörungsrecht im Parlament haben. Wäre wahrscheinlich damals auch zum Tempelhof Volksentscheid sehr sinnvoll gewesen, war es ja damals schon schwierig. So. Also soll es schon eine frühzeitige Anhörung im Parlament geben. Das ist das. Dann wollen wir, setzen wir allgemein das Wahlalter runter auf, und auch damit auch das, damit auch das Abstimmungsalter runter auf 16. Da wollen wir ja ohnehin runter haben. Hat jetzt zwar direkt nichts damit zu tun, aber wenn es schon anscheinend der SPD auf einmal so wichtig ist, dann regeln wir das an der Stelle auch gleich nochmal klar. Und ich hoffe, ich vergesse nichts. Beteiligung von nichtdeutschen Staatsbürgern ist, haben wir in der letzten Fraktionssitzung ja schon in der letzten Plenarsitzung gesprochen, ein schwieriges Thema. Aber was wir auf jeden Fall machen können und was wir in diesem Entwurf auch machen, ist, dass wir die Unterschriftensammlung bei Volksbegehren und den anderen, analog den anderen Instrumenten auch auf Berliner ohne deutsche Staatsangehörigkeit ausweiten. So, wie es ja bei der Volksinitiative übrigens ohnehin schon möglich ist, also müssen wir es allein schon deshalb machen, um da keine Rechte wegzunehmen durch die Integration der Volksinitiative. Aber so, das machen wir auf jeden Fall. So, das sollte auch verfassungsrechtlich kein Problem sein. Wie gesagt, bei der Volksinitiative geht es auch jetzt schon. So, die Quoren werden etwas gesenkt. Also die Unterstützungsquoren, die notwendig sind. Wir hätten sie auch noch weiter senken können oder wollen oder auch die Teilnahmequoren bei der Abstimmung abschaffen, aber da haben halt die Grünen anderslautende Beschlüsse, da haben wir uns halt so geeinigt. Und ich glaube, ich habe jetzt alles untergebracht. So. Oh, ach so, und die Gelegenheit. Trotzdem möchte ich jetzt die Gelegenheit noch nutzen, euch daran zu erinnern, dass ich vorhin eine Mail auf die Fraktionsmailingliste geschrieben habe, da wir, wenn wir jetzt den Antrag annehmt, na, das machen wir, das kommt da sonst. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, du hast tatsächlich ziemlich alles einbezogen. Fast alles, irgendwas bestimmt noch vergessen. Aber ihr könnt ja alle das lesen. Es haben ja sicherlich alle Mitglieder dieser Fraktion, Angehörigen dieser Fraktion, auch das Positionspapier von Simon gelesen, was wir vor der Sommerpause letztes Jahr veröffentlicht haben, genau mit dem gleichen Tenor. Also wie gesagt, die Koalition wollte nicht mit uns reden, obwohl die SPD der Meinung war, das wäre das große Thema zu Olympia, nämlich die Bürgerbeteiligung. Jetzt machen wir es selber und es ist tatsächlich unter enormer Kraftanstrengung von mindestens 3 Ebenen der 3 Fraktionen gelungen, innerhalb von 10 Tagen diesen Entwurf vorzulegen.
Wir haben kurz vor der Sitzung auch nochmal drüber diskutieren müssen bei den Fraktionsvorsitzenden, deswegen kam der jetzt erst gerade kurz zu Beginn der Sitzung an. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem zustimmt, weil das damit machen wir uns nur glaubwürdig bei der ganzen Kritik an diesem furchtbaren Gesetz, von dem man plausibel auch annehmen kann, also dieser Lex Olympia, von dem man plausibel auch annehmen kann, dass sie verfassungswidrig ist, was noch zu prüfen sein wird. Darüber kannst du dann in der Plenarsitzung reden, weil du wahrscheinlich sowieso dazu reden wirst. Gibt es einen weiteren Aussprachebedarf? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, das einzubringen oder aber nicht? Das ist wieder einstimmig, ohne Enthaltung. Herzlichen Glückwunsch, Simon und der Fraktion. Dann bringen wir das so ein. Das kommt auch dringlich zu dieser Sitzung, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und wir gehen über zu Tagesordnungspunkt 4 und da hat Heiko das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir mal wieder in Zeile 99 zurück. Plenarablauf. Ablauf. Also die Frau Scheres wird ab 14 Uhr abwesend sein. Grund ist die Teilnahme am Wissenschaftsrat hier in Berlin. So, nö, das ist eine akzeptable, also okay, wir würden gerne eine andere Senatorin haben, die fähiger wäre, damit sie auch in diesem Wissenschaftsrat auch was Besseres sagen könnte, aber das ist ja ein Wunsch, den wir immer schon haben. So, ich weiß, es ist gemein, aber ist ja nicht öffentlich. Oh, ja. So, 4.1, die aktuelle Stunde. Dass sie nicht stört. Aktuell schon, es gibt zwei Vorschläge. Einmal, wir reden über die super Arbeitsmarktpolitik in Berlin und einmal über Olympia-Bewerbung 2024, peinlicher Fehlschritt, Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Bescheidenheit. Die Koalition hat anscheinend so viel Feuer von der Presse bekommen, dass sie das Thema neben genommen hat. Also wir reden über olympische Bewerbung 2024, peinlicher Fehlstart statt Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Bescheidenheit. Wird gemeinsam beraten mit Tagesordnungspunkt 4, Gesetz über eine Befragung zur Bewerbung um olympische und paralympische Spiele. Das ist das Gesetz, das der Senat vorgelegt hat. Und den dringlichen beiden Anträgen, einmal die Änderung der Verfassung sowie das Referendum darüber, was wir noch einreichen werden. So, genau. Das ist dann auch der Punkt, wo sich dann Simon noch melden wollte, wo er dann zum Tagesordnungspunkt 4, Gesetz über Befragung zur Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Berlin vom Senat sprechen will. Ja, also ich würde dann über das Gesetz, also erstens über das Gesetz, was ich vorhin eingebracht habe. Auf der Hand zu fassen. Okay, macht sorry. Okay, so, ja, also ja, natürlich würde ich über das Gesetz, was wir dann einbringen, auch reden und ich würde auch über dieses absurde Senatsgesetz reden, das in der Tat verfassungsrechtlich auch nicht ganz klar ist, ob es überhaupt so geht. Gibt es Leute, die sagen, es geht nicht, das ist eine interessante verfassungsrechtliche Frage, aber unabhängig davon, ob es verfassungsrechtlich okay ist oder nicht, ist es halt politisch völliger Unsinn, aber da muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, warum. Und die, ja. Ansonsten aber die aktuelle Stunde ist jetzt halt die Frage, wenn da jetzt auch über Olympia geredet werden soll, ob man sich das aufteilt. Also. Martin, dann Christopher. Also, ja, das ist die Frage. Es werden ja von der Koalition die hochbegabten Sportpolitiker Buchner und Zehlen reden, höchstwahrscheinlich. Das ist immer ganz lustig. Das Schöne da an deiner Aufgabe ist, und ich würde es auch nicht teilen, also es sei denn, wir finden jetzt hier sofort jemanden, der sagt und so weiter. Aber das Schöne an deiner Aufgabe ist, es gibt nicht viel, worüber du reden musst. Es gibt halt nur diese Werbekampagne, die paar Umfragen, die auch schön in deinen Bereich passen, von wegen hier Bürgerbeteiligung und nicht, und halt dieses furchtbare Gesetz. Das ist halt alles, was es zu Olympia gibt. Und von daher kann man da auch schön sich ausbreiten und sagen, von Verbänden, von Konzept, Finanzierung, wer bezahlt, wann kommen IOC-Änderungen und so weiter. Darüber brauchen wir alles nicht reden in dieser Aktuellen Stunde, weil das ist kein aktueller Gegenstand, weil es existiert nicht. Ja, sie werden es halt versuchen, aber du bist der Letzte in der Runde, du kannst dann schön sagen, sie haben gerade über etwas geredet, was noch gar nicht existiert. Christopher. Ich hätte eine Verfahrensfrage, weil wenn ich das jetzt richtig sehe, wird da ja ein vom Senat eingebrachtes Gesetz im Rahmen der Aktuellen Stunde verhandelt.
Wenn ich unsere Geschäftsordnung so verstehe, ist es ja so, dass nach unserer Parlamentsreform der Senat selbst eingebrachte Gesetze immer als erstes quasi begründen muss und dann darüber geredet wird. Das finde ich auch ganz gut, weil dann da der Senat halt eben vor dem Parlament Rede und Antwort stehen muss, weil sie sind ja auch diejenigen, die dieses Gesetz anbringen. So. Jetzt haben wir aber die kuriose Situation durch die Aktuelle Stunde, dass der Senat erst an letzter Stelle spricht. Und ehrlich gesagt finde ich, aber das ist jetzt, also das ist quasi so die Regelfrage. Und jetzt noch die persönliche Bemerkung. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig, ein solches Thema, wie nämlich dieses Befragungsgesetz und auch unseren Antrag, den wir da jetzt gemeinsam mit der Opposition einbringen, im Rahmen einer Aktuellen Stunde abzufrühstücken. Weil da wird, also ich weiß, dass wir Anträge mit der Aktuellen Stunde verbinden können, aber ich finde, das wird der, das wird der Bedeutung dieser Anträge auf der einen, aber auch auf der anderen Seite wird es halt einfach nicht gerecht. Und der Senat bringt sich auf diesem Wege um seine Pflicht, den Antrag gegenüber dem Haus zu erklären. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie man das aufgelöst bekommt. Ihr habt da wahrscheinlich in der Geschäftsführerrunde schon drüber diskutiert. Vielleicht machen wir hier ein Meinungsbild darüber, ob wir es besser fänden, wenn die Anträge einzeln behandelt werden würden. Ich persönlich finde es schwierig, aus den genannten Gründen alles zusammenzuschmeißen und das alles innerhalb von einer Aktuellen Stunde abzufrühstücken. Ja, das Thema ist besprochen worden, weil da schlägt die Aktuelle Stunde quasi den anderen Paragraphen. Weil die Aktuelle Stunde ist in der Geschäftsordnung ein eigener Tagesordnungspunkt, der ist klar definiert, wie der abzulaufen hat. Der Punkt ist halt auch noch so, dass das ja auf Kontingent der Linken läuft. Also die SPD und CDU hat mit Mehrheit gesagt, das ist ja jetzt die Linke. Damit ist es quasi deren Aktuelle Stunde, deren Kontingent, deren Titel. Über die Hinzuziehung entscheidet aber wieder die Mehrheit. Das heißt, wir können als Opposition nicht sagen, nee, das wollen wir nicht, sondern die können die Tagesordnung mit Mehrheit, Tagesordnungspunkte zusammenziehen und denen damit hinlegen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, dann unsere Anträge dann woanders zu behandeln, weil der Fokus ist dann auf diesen Punkten. Das Parlament ist halt das Öffentlichkeitsbild und du kriegst es halt also schwer den Leuten da draußen erklärt und der Journal hier, warum wir das jetzt nicht damit hinzuziehen, weil er und so, sondern das verstehen die einfach nicht, sondern da ist jetzt die Aktuelle Stunde, das ist das Wichtigste in diesem Parlament und jetzt wird darüber geredet. Ja, ist doof, ist halt einfach so. Und da kann man halt auch nichts groß jetzt machen. Und da kann man jetzt auch nicht anfangen, die Geschäftsordnung da irgendwie noch groß wegzuändern, weil die Aktuelle Stunde ist halt das Mittel des Plenums. Und den Senat bei Gesetzesvorgaben begründen zu lassen, lag ja vor allen Dingen daran, dass wir es eigentlich mal gewollt haben, dass der Senat überhaupt sich betätigt. Und das ist in der Aktuellen Stunde sowieso de facto vorgesehen. Der antwortet sowieso. So, dann war erst, glaube ich, Pavel, wenn das eine Meldung war. Und dann Martin. Gut, ich... die eine Frage, die ich hatte, nämlich ob der Antrag von uns auch mit dort hineingezogen wird, hattest du ja jetzt schon beantwortet. Ich fand es halt erstmal auf, sozusagen politisch hat unser Ding ja jetzt nur sehr indirekt mit Olympia zu tun. Das wäre, also Olympia wäre vielleicht der erste Anwendungsfall dafür, aber es geht ja darüber hinaus. Aber ich habe jetzt meine Bedenken geäußert und stelle sie jetzt einfach zurück. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, kann man da offensichtlich ohnehin jetzt nichts dran ändern, beziehungsweise die Alternative, das getrennt später zu beraten, unseren Antrag wäre wahrscheinlich auch nicht besser. Martin. Bitte erst ausschalten und dann zusammenklappen. Ich wollte es nur noch mal sagen, wir sind uns der Schwierigkeit dieses Manövers bewusst.
Ja, insbesondere, also unabhängig davon, dass sich das in der GO dann auch wunderbar, wie Christopher erklärt hat, niederschlägt, ist es halt ein politisches Problem, dass es halt ohne Olympia diese Debatte oder die Aufmerksamkeit auf direkte Demokratie mit einer zweiten Verfassungsänderung in Größenordnung in dieser Legislaturperiode gar nicht gäbe. Gleichzeitig wir aber fordern, diese Debatte von Olympia wegzulösen. Das ist ein Dilemma, das man schlecht auflösen kann. Das Ganze gipfelt dann tatsächlich aber am Donnerstag in dieser Sitzung, in dieser Aktuellen Stunde. Und zwar ist es ein Klimax, der halt sich seit über einem halben Jahr, eher einem Dreivierteljahr aufbaut. Insofern, wie gesagt, wissen wir alle, ist jetzt aber auch nicht die schlechteste aller Lösungen bzw. aller Arten, jetzt mit diesem Thema umzugehen. Ich glaube, also gerade, dass es an der Stelle zum ersten Mal substanziell möglich ist, dass sich die Fraktionen auf sowas, die Oppositionsfraktionen ohne die Koalition auf sowas verständigen können, in dieser Legislatur zeigt, dass das irgendwie allen wichtig ist und dass wir da einen ganz guten Angelpunkt gegen die Koalition haben, hat ja auch schon das, was Heiko gesagt hat, gezeigt, nämlich, dass die am Ende, das ist ja das Witzige, deswegen haben wir auch nicht verhandelt mit denen auf einem gemeinsamen Titel, die am Ende mit ihrer Begeisterung oder Pseudobegeisterung für Olympia sich selber ins Aus manövriert haben und dann haben halt einfach unseren Titel mit Olympia ist hier scheiße und die Koalition ist scheiße nehmen müssen, ja, weil sie nicht vor der Öffentlichkeit nicht rechtfertigen können, dass sie halt kein Olympia machen, nachdem sie so eine Kampagne gestartet haben. Also wir sind da in einer ganz guten Position und unabhängig davon, dass es natürlich schwierig ist, dem Senat da lange Leine zu lassen, können wir das ganz gut artikulieren. Ein Vorschlag, ich weiß nicht, ob Simon damit klarkommt. Ich hätte ja nichts dagegen, dass wir noch ein bisschen Zeit übrig lassen, um am Ende auf Henkel nochmal zu antworten. In Anbetracht der Tatsache, dass der natürlich auch versuchen wird, auf die tolle Kampagne einzugehen und nicht auf dieses Gesetz und so weiter. Und jeder, der das Gesetz kritisiert, ist ja sowieso ein autokratischer Kleinbürger, so wie Müller sich ausgedrückt hat, und soll sich mal nicht so haben. Da würde ich dann aber als spontanen Olympia-Redner nach Henkel Heiko nominieren, sollte das denn sich so ausgehen. Fabio, ist das eine Wortmeldung, Pavel? Ja, ich teile die Hoffnung, dass wir dieses ganze Thema Olympia nutzen können, um noch mehr den Fokus auf direkte Demokratie auch zu lenken. Deswegen hoffe ich, dass das auch durch die Zusammenlegung funktioniert. Ich habe jetzt auch noch eine Verfahrensfrage, die sich anknüpft an den Vorschlag von Martin, der möglichen Aufsplittung der Redezeit. Wie ist das bei der Aktuellen Stunde? Da haben wir ja 10 Minuten. Wenn danach der Senat redet, ist es da so, dass keine zusätzliche Zeit kommt? Weil sonst ist es ja so, dass in einem regulären Tagesordnungspunkt, wenn der Senat redet, danach zusätzliche Zeit für die Fraktionen kommt. Wenn man dann maximal überzieht. Also direkte Antwort, 10 Minuten für uns. Und in der Regel sagt man normalerweise 10, 15 Minuten für den Senat. Wenn der dann anfängt, 30, 45 Minuten zu reden, dann gehen wir als PGFs nach vorne und sagen, jetzt ist aber eine zweite Rederunde. Wird der Henkel aber nicht machen. Also der wird maximal 10, 15 Minuten, also der wird es nicht ansatzweise riskieren, dort so lange zu reden, damit dann nochmal ein großer Slot aufgemacht wird. Das wird der nicht machen. Dann Pavel. Also er wird exakt das Gleiche nochmal sagen, wie toll das jetzt in dieser Stadt angekommen ist, wie schön das vor dem Brandenburger Tor war, wo dann irgendwie nachts das eröffnet wurde. Da war. Und dass jetzt die gesamte Stadt euphorisiert ist und mit Stickern herumläuft und hier richtig Spaß haben wird. Also, genau. Wir haben ja als Fraktion auch Merchandising zugeschickt bekommen. So, das müsst ihr anziehen, das ist verpflichtend vom Senat. Nee, warte, da habe ich noch was, noch eine andere Idee. Können wir gleich, dann ist aber Pavel dran, dann Martin. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich mich von diesem Gesetzesvorschlag des Senats tatsächlich auch persönlich verarscht fühle. 3,6 Millionen für eine unverbindliche Befragung, ey,
sein Meinungsbild, was, damit haben wir doch Erfahrung. Ja, genau, aber 3,6 Millionen für ein unverbindliches Meinungsbild. Ich frage mich echt, was die, also insofern irre. Martin? So, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, Pavel. Ich habe das bei der Taz, das drucken sie leider nicht ab, weil sie keine Ahnung haben, aber auch so ausgedrückt, ja, das hätte man auch für 750 Euro haben können. Das kostet nämlich genauso viel bei Forsa. Und das dann genau, also diese Frage erfüllt auch alle Kriterien für diese billigste aller Umfrage-Varianten bei Forsa. Ja. Was sagt denn der Tipp? Kannst du Tele 5 machen oder die Bild hat bestimmt was mit ihrer App, wo man das dann machen kann. Genau, jetzt wollte ich nochmal zu den T-Shirts kommen. Wir sind ja alle nicht so alt, aber wir haben uns gerade überlegt und da würde ich mal um eure Mithilfe und auch um die, wenn jemand im Stream zuguckt, bitten. Wenn irgendjemand noch T-Shirts der letzten Olympia-Kampagne da hat, die drei Oppositions- oder die vier Oppositions- oder fünf, Entschuldigung, Oppositionsvorsitzenden würden das gerne anziehen am Donnerstag. Also aber nur, wenn es die letzte Kampagne ist, um darauf hinzuweisen, dass das schon mal schiefgelaufen ist. Und es ist ja auch eins der drei großen Projekte, zu denen auch der BER und die Wasserstadt Spandau gehört, zur wiedervereinigten Stadt mit 6 Millionen Einwohner im Jahr 2010 und so. Also da hat ja das alte Olympia auch dazu gehört. Und noch eine Hintergrundinformation, falls ihr es nicht wusstet und euch wundert über die Berichterstattung einer gewissen Tageszeitung. Es gibt eine Redakteurin, die auch gerne mal über die Piraten schreibt, die damals Sprecherin für Olympia war. Die kann man dann auch fragen. Den Namen könnt ihr recherchieren oder bei mir hinterher erfahren. So, ich werde mich dann biliteral irgendwie mit Simon zusammensetzen und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen oder ob wir den Simon briefen oder wie wir das dann machen bei der Aktuellen Stunde. So, Tagesordnungspunkt 2 wird die Fragestunde sein. Gibt es von euch schon Meldungen, dass jemand eine spontane Frage hat? Ich habe eine. Phil und Martin hat eine. Seid ihr in der Lage, das hier vorzustellen oder wollten wir das biliteral dann, so, fängt Phil an und dann Martin. Was? Er hat genickt, deswegen habe ich ihn jetzt rangenommen. Achso, also, ich denke, wir sind in der Lage, das da uns abzustimmen. Also wer das als Erster macht oder als Zweiter. Immer erst ausmachen. So. Erst den Knopf. Ja, also vor dem Hintergrund, dass das am Ende, wie wir beide entscheiden, kriegen Phil und ich das, glaube ich, auch hin, uns das abzustimmen. Wenn noch andere coole Ideen haben, dann einfach immer an uns Vorstand schreiben. Dann klären wir ab. Das hat übrigens letztes Mal sehr schön funktioniert. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich habe es gar nicht gehört. Das war eine abfällige Bemerkung. Über die Stilfragen rede ich jetzt nicht. Also es gibt da sicherlich immer noch Verbesserungsmöglichkeiten beim Stellen der Fragen. Aber dass ihr das geschickt habt und dann auch irgendwie da euch promotet habe, das war gut und da konnten wir dann aus dem Vollen schöpfen und glaube, haben eine ganz gute Mischung hinbekommen. Ja. So, kommen wir zu den Prioritäten. Die Grünen wussten es jetzt noch nicht genau, was daran lag, dass der Senat Olympia zur Aktuellen Stunde gemacht hat. Sonst hätten die nämlich das Gesetz zur aktuellen, also und unsere Gesetze zur Priorität gemacht. Die Linken machen aller Voraussicht nach Tagesordnungspunkt 20, Karneval der Kulturen nachhaltig sichern zu ihrer Priorität. Der wird jetzt auch an Arbeit, Integration, Frauen federführend sowie an Kulturelles und an den Hauptausschuss überwiesen. Ich gehe mal davon aus, dass Phil, der sich ja auch schon hat damit ablichten lassen, dazu reden wird. Wie ist da unsere Position? Ein Selfie gehabt. Ja. Mit Herrn Renner. Ich habe da auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen im Plenum. Wir wollen ja natürlich auch den Karneval der Kulturen sichern. Ja, unter welchen Voraussetzungen das jetzt passiert, es wird auch in Abstimmung mit der Senatsverwaltung Integration und das wird dann auch mit Fabio nochmal abgestimmt werden, ob wir da auch noch inhaltliche Positionen aus der Richtung mit einfügen wollen. Fabio? Ja, ich wollte erstmal was zum Sachstand überhaupt sagen. Und zwar, ich hatte ja, also
Erstmal vielleicht was zum Antrag. Ja, also der Antrag ist furchtbar, auf allen Ebenen. Der fordert halt, dass die Werkstatt der Kulturen dabei unterstützt wird, diesen Karneval auszurichten. Dabei ist eigentlich schon seit spätem Herbst klar, dass die Werkstatt der Kulturen diesen Karneval nicht ausrichten wird. Manifestiert hat sich das jetzt im Anfang Januar auch ganz offiziell. Gibt es auch kein Dementi, also auch die Werkstatt der Kulturen sagt es von sich aus, dass sie diesen Karneval nicht ausrichten wird, weil zwei Drittel der Mitarbeiter, die es bisher gemacht haben, dort auch nicht mehr beschäftigt sind. Insofern gibt es auch keinen Grund, nicht mal wenn man sozusagen Werkstatt der Kulturen-Fan ist, das zu fordern. Der zweite Forderung, das sozusagen im Kulturkapitel nochmal zu verankern, ist aus meiner Sicht sowohl als Integrations- als auch Haushaltspolitiker möglich, ist aber sozusagen, bietet keinerlei Sicherheit, dass es dann irgendetwas besser wird. Weil es ist ja nicht so, als wenn um die Mittel im Integrationsbudget irgendwie ständig gestritten wird, aber beim Kulturetat sozusagen immer freudelockend, dass der Geldbeutel klingelt. Ja, also die müssen dann genauso um den Karneval kämpfen. Wichtig wäre halt tatsächlich, dass der Senat, und vielleicht bietet diese jetzige Situation dazu auch die Möglichkeit, einfach mal ganz klar sagt, wir machen das, und zwar dauerhaft, und wir unterstützen das. Und wer dann konkret zuständig ist, ob das dann ein Renner oder eine Kohlert macht, ist letztendlich dann sozusagen auch zweitrangig. Momentan ist Kohlert da sehr aktiv. Ich habe letzte Woche unter anderem auch an einer Veranstaltung in den Räumen der Integrationssenatorin teilgenommen, wo ich glaube über 100 Leute waren, die meisten Karnevalisten waren dort vor Ort. Das sind ja im Grunde auch die Leute, die das alles ehrenamtlich organisieren und tragen. Kohlert war eben auch vor Ort und hat nochmal ganz klar auch ihr Commitment bekräftigt und auch das Commitment des Senats. Insofern sieht es momentan gut aus, dass es auch stattfinden kann. Trotzdem zum Antrag nochmal. Ich hatte letzte Woche dann eben Phil auch informiert und dann eben mit Linken und Grünen locker vereinbart, dass wir diesen Antrag sozusagen vergessen, Schwamm drüber machen und da nie wieder sozusagen drüber reden und dann gemeinsam einen sinnvollen neuen Antrag einbringen. Da war aber klar, dass es nicht heute in den Fraktionssitzungen passieren kann, weil gerade heute Abend im SO 36 ein zweites Treffen der Karnevalisten unter sich stattfindet und morgen nochmal ein Treffen der Aktivisten mit dem Senat. Das heißt, da würde man mindestens bis morgen warten müssen, wenn man im Sinne der Ehrenamtlichen, die das ja seit Jahrzehnten stemmen und ausrichten, etwas machen möchte. Und das wollen wir ja letztendlich auch, weil einfach zu sagen, wir wissen es besser, bringt an der Stelle auch nichts. Das heißt, den Antrag hätten wir erst zum Morgen machen können. Problem ist, ich habe gestern eine Information von den Linken bekommen, wir machen keinen gemeinsamen Antrag mit euch, im Gegensatz zu dem, was wir euch weiter zugesagt haben. Gut, ist deren Sache, ihr Antrag steht jetzt zur Tagesordnung. Mein Plan wäre trotzdem, dass wir mit den Grünen gemeinsam nochmal einen sinnvollen Antrag schreiben, damit er auch diskutiert wird und damit nicht fünf Fraktionen sich über so einen Quatsch unterhalten müssen letztendlich. Dazu werde ich dann gleich noch mit den Grünen sprechen. Wenn das dann euer Einverständnis findet über Umlaufbeschluss, würden wir das dann morgen oder spätestens halt Donnerstagmorgen auch mit Konsultation von Phil dann eben einbringen. Wenn sich jetzt zum Beispiel die Grünen entscheiden würden, was alleine zu machen oder gar nichts einzubringen, würde ich auch sagen, ja, lassen wir es halt einfach, weil dann macht es auch keinen Sinn, sich da jetzt noch weiter zu zerfleddern. Aber ansonsten würde ich da gerne nochmal einen sinnvollen Antrag zu einbringen. Genau. Ja, eigentlich würde ich da gerne zu reden. Ich habe mich damit auch in der Vergangenheit viel beschäftigt. Ich glaube aber, dass ich so viel auf der Tagesordnung habe, dass ich gerne mich mit Phil dann nochmal austausche, weil das wahrscheinlich dann naheliegend ist, dass du das dann einfach machst. Oh, Martin? Dankeschön. Ich würde vorschlagen, dass ihr da jetzt keine Eile habt, weil es ist ja, soweit ich das sehe, auch die erste Lesung. Und die Linken wollen wieder sofort abstimmen, oder nicht? Nicht. Drei Ausschüsse. Dann würde ich sagen, guck mal, dass ihr das vielleicht jetzt nicht dringlich einbringt, wenn es sei denn, es ist totaler No-Brainer, sondern ist ja noch Zeit. Dann könnt ihr die Kritikpunkte daran, ich meine, das ja, war jetzt sehr fundiert von dir, Fabio, kannst du ja in der Rede auch gut unterbringen und sagen, ja, da müssen wir jetzt nochmal nachbessern. So nach dem Motto, das würde mir am Herzen liegen im Sinne des Karnevals der Kulturen, dass es nicht wieder wie so typisch auch in der Öffentlichkeit dargestellt, gerne mal dargestellt wird, weil es besonders einfach ist, so ein Streitpunkt über die richtige Linie oder die falsche Linie bei guten Zielen unter der Opposition wird, sondern dass man halt sagt, okay, danke liebe Linke, ihr macht das zur Priorität, es ist wichtig, aber wir müssen da nochmal einen richtigen Antrag schreiben oder so. Also das wäre
Und dann muss das auch nicht hoppladihopp und dringlich sein und gegeneinander, sondern da macht man es in der Ausschussberatung und guckt mal, dass man dann darüber eine gemeinsame Linie findet. Auch die SPD und die CDU werden sich schlussendlich gegen den Erhalt des Karnevals nicht sträuben können und müssen sich da irgendwie auch positionieren, sodass ich die Chance sehe, dass in den Ausschussberatungen dann möglicherweise ein Änderungsantrag der Koalition kommt oder ein einstimmiger, wenn der Senat soweit ist, da Zusagen machen zu können, die ja wohl noch nicht offiziell sind, soweit ich das sehe. Das wäre jetzt meine Idee dahinter. Unabhängig davon, dass wir natürlich immer sagen können, dass wir es anders sehen als. Gut. Dann Priorität der Piratenfraktion springen wir. Dann Priorität der SPD wird der Tagesordnungspunkt 8, Jugenderwerbslosigkeit bekämpfen, Fachkräfte sichern 1, Einrichtung einer Jugendberufsagentur in Berlin, ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und des Hauptausschusses zum Antrag der Grünen. Der ist einstimmig bei Enthaltung Linke in neuer Fassung angenommen worden. Dieser wird gemeinsam beraten mit Tagesordnungspunkt 12. Berliner Jugendberufsagenturen für Jugendliche mit Behinderungen öffnen, Antrag der SPD und der CDU. Wird zusammen beraten mit einer noch einzubringenden Dringlichkeit von den Grünen, wo aber noch nicht ganz genau bekannt ist, worum es gehen wird, aber es geht um diesen Themenkomplex. So, ich gehe davon aus, das wird Herr Spieß machen. Jugenderwerbslosigkeit, wie stehen wir denn zu Berliner Jugendberufsagenturen für Jugendliche mit Behinderungen öffnen? Beziehungsweise zu dem Antrag der SPD und CDU dort. Ja, ich hätte ja fast beim letzten Mal noch meine Rede gehalten. Also erstmal generell Jugendberufsagentur ist prinzipiell eine gute Idee. Wir haben ja auch lange darüber beraten, auch im Ausschuss für berufliche Bildung, also Arbeit, Integration, Frauen. Allerdings unter den Voraussetzungen, wie das die Arbeitsgruppe vorbereitet hat, wird es schwierig, weil prinzipiell orientieren sie sich am Hamburger Modell, aber Berlin ist nicht Hamburg. Und letztlich die, sagen wir mal, 12 Jugendberufsagenturen führen nicht zu einer Verbesserung, weil im Grunde genommen auch Personal fehlt und ursprünglich sollte es ja auch praktisch kostenneutral finanziert werden. Davon hat man sich inzwischen verabschiedet. Das heißt, es wird eben auch zusätzliche Stellen für die Bezirke geben. Wie das dann mit der wirklich gemeinsamen Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen werden wird, ist ein bisschen fraglich. Und also speziell eben die Situation, Jugendliche mit Behinderung einzubeziehen, macht die Sache nicht einfacher. Die Forderung an sich ist von der Inklusion her richtig, aber es sieht generell sehr schlecht aus, was gemeinsame Vorgehensweisen der verschiedenen Träger, also Initiative Inklusion, Rentenversicherungsträger und Arbeitsagentur in diesem Bereich ansehen. Es fehlt auch vor allem bei der Arbeitsagentur das Fachpersonal. Also da wäre generell, also nicht nur für Jugendliche, sondern eben für alle Menschen mit Behinderung, eine ganze Menge zu tun. Okay, dann Martin. Ich würde darum bitten wollen, in der Rede nochmal zu erwähnen, dass es keine Jugendberufsagenturen gibt in Berlin. Das vergisst die Koalition gerne mal und auch dieser Antrag ist so geschrieben, als gäbe es sie schon, als müsste man da nur was nachjustieren. Die Wahrheit ist, wie ich heute erfahren durfte, was noch nicht offiziell ist, eine ganz andere. Es wird auf absehbare Zeit auch keine Jugendberufsagenturen geben, denn die für Dezember letzten Jahres angekündigte Kooperationsvereinbarung der Bezirke mit dem Senat und der Regionaldirektion ist immer noch nicht unterschrieben, weil es keinen Kosten- und Finanzrahmen gibt, der aber laut Auskunft der Senatsverwaltung erst erarbeitet werden kann, wenn es eine Kooperationsvereinbarung gibt. Das nennt sich ein Catch-22. Das heißt, da wird sich nichts bewegen. Darüber hinaus habe ich heute erfahren, dass es noch nicht mal die Idee eines Produktes Jugendberufsagentur gibt. Das wird die Zeitko interessieren.
Und dass sich auch der Senat bewusst ist, dass er dieses Produkt nur einführen können wird, wenn er einen Nachtragshaushalt liefert. Anders geht es gar nicht. Was die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann dieses Jahr noch eingerichtet wird, also wie gesagt, die ersten sollten ja Ende erstes Quartal 2015 fertig sein, das wird nicht passieren, dass es dieses Jahr noch eingerichtet wird in den ersten vier Bezirken, sinkt weiter. Achso, und dann noch eine Information zu den Stellen. Das sind erstens zwei Vollzeitäquivalente pro Bezirk, allerdings nur in vier Bezirken. Statt vier, wie eigentlich mindestens gerechnet. Und auch die werden nach Senatsplanung erst dann oder sollen nach Senatsplanung erst dann in den Bezirken eingerichtet werden, wenn die Berufsagenturen quasi arbeiten. Das heißt, sie haben keine Vorlaufzeit oder irgendwas zum Aufbau dieser ganzen Strukturen und Kommunikation da. Wer sich da noch näher informieren möchte, darf sich gerne bei mir melden, dann kann ich die ganze Geschichte noch weiter ausbreiten. Gut, danke schön. Dann die Priorität der CDU ist noch offen. Tagesordnungspunkt 4 wird bei der Aktuellen Stunde behandelt. Tagesordnungspunkt 5, kein Ausschluss von Vertretungen der Schulen in freier Trägerschaft von der Mitbestimmung in schulgesetzlich verankerten Bezirks- und Landesgremiengesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Berlin ist unser Antrag. Den hat Martin ja schon bei der Einbringung begründet. Der ist auf Beratung. Du wirst auch beraten. Martin wird auch beraten. Gut, Tagesordnungspunkt 6, Ankommen, Teilhaben, Bleiben, Flüchtlingspolitik für Berlin hier. Flüchtlingskinder in Regelschulen. Es ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie zum Antrag der Linken, ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch mit Änderungen abgelehnt worden. Hier hat die Linke Beratung angemeldet. Würde ich machen oder du, Fabio? Was willst du? Herr Reinhardt, Herr Delius, Kopfnicken hier oder da? Ich fände es okay, wenn du es machst. Ich könnte aber auch. Okay, Martin und Fabio werden das bilateral miteinander klären, wer von beiden dazu beraten wird. Wir haben mit Ja gestimmt und finden Flüchtlingskinder an Regelschulen toll. Das haben wir schon häufiger gesagt, dass wir das gut finden. Ja, ist ja auch Blödsinn, die woanders unterzupacken. So, Tagesordnungspunkt 7, Arbeit der Jobcenter effektiver gestalten. Schlussempfehlung aus dem Ausschuss für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen zum Antrag der Grünen. Ist mehrheitlich gegen Grüne, bei Enthaltung Linke und Piraten, auch mit geändertem Berichtsdatum 30. Juni 2015 abgelehnt worden. Hier ist keine Beratung mehr vorgesehen. Wie kommt die Enthaltung zustande? Alexander begründet. Ja, kann ich ganz einfach sagen, der Antrag der Grünen ist sehr schlecht. Also es steht im Grunde genommen drin, Empfehlungen der KGST-Studie umsetzen. Ja. Wir sind im Prinzip auch dafür, dass man Empfehlungen der KGST-Studie folgt, aber es gibt im Grunde genommen keine solchen Punkte und Empfehlungen, die man einfach umsetzen kann. Das heißt, der Antrag hätte da mehr Substanz erfordert. Und deshalb haben wir uns enthalten. Gut, Dankeschön. So, der Tagesordnungspunkt 8 war, wie gesagt, bei der Priorität der SPD. Tagesordnungspunkt 9, Dragone-Areal in Berlin-Kreuzberg, Stopp des Höchstpreisverfahren der BIMA. Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und aus dem Hauptausschuss ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten abgelehnt worden. Wolfram? Du wirst beraten und du wirst nochmal begründen. Ja, ich kann das beraten. Mit der Begründung ist es ein bisschen schwer, weil es eigentlich keine wirkliche Diskussion dieses Antrags gegeben hat. Ich kann es ja nochmal berichten aus der Ausschussarbeit. Im Stadtentwicklungsausschuss gab es dazu ein kurzes Statement vom Senat, die im Grunde gesagt haben, sie machen ja alles, was möglich ist und sind leider nicht zum Zuge gekommen. Also dass sie da städtische Wohnungsbaugesellschaften sich darum bemüht haben, haben sie halt nochmal wiederholt. Das war aber auch schon bekannt. Und die anderen haben das, also die Koalitionsfraktionen haben das ohne weitere Bemerkung dann einfach abgelehnt. Im Hauptausschuss war es das gleiche Spiel. Deswegen ist da eigentlich zur Begründung nichts mehr hinzuzufügen. Man kann sich bloß über den parlamentarischen Prozess nochmal ein bisschen aufregen. Wie sieht denn der aktuelle Stand beim Dragone-Areal in Berlin-Kreuzberg aus?
Ja, nach meiner Kenntnis müsste da nochmal genauer reingucken, aber ist das eigentlich unverändert? Es gibt halt einen Investor, der sich dafür interessiert, wo noch nicht ganz klar ist, ob er die Kohle wirklich aufbringen kann, den Kauf dann auch zu vollziehen. Und der Haushaltsausschuss des Bundestages muss dem auch noch zustimmen. Aber im Grunde gibt es da schon Interessen, aber es ist ein bisschen ein windiges Geschäft. Das hatte ich ja im Grunde auch bei der ersten Runde schon gesagt, sodass nicht ganz klar ist, ob das alles funktioniert und die Anforderungen des Bezirkes, die natürlich da an das baurechtlich zu erfüllen sind, ob er die erfüllen kann, ist auch noch unklar. Aber er ist natürlich der Meinung, dass das alles wunderbar funktionieren wird und der Bezirk hat da so seine Zweifel. Aber das ist ja erstmal nicht Gegenstand des Verkaufsgeschäftes. Du kannst ja in deine Rede auch mit einbauen, dass wir ja nach dem Jahresabschluss 2014 jetzt gut 400.000 Euro auf der hohen Kante haben. 400 Millionen, ja. Da hat 3-0 vergessen, kann man ja schon mal. Ist ja du bist ein guter Finanzsenator. Genau, ich bin in guter Tradition von unserem Vorsitzenden viele, viele Millionen. Ist es ja einfach so, wir haben noch eine ganze Menge Kohle auf der hohen Kante rumliegen und zurzeit ist es ja so, dass wir bei diesem gesamten Grundstück und Ähnliches immer von den Wohnungsunternehmen, der Berliner Wohnungsunternehmen bzw. den Wohnungsgesellschaften von Berlins verlangen, dass sie das auf eigene Kippe, auf eigene Kosten etc. machen, auch in ihre gesamten Kalkulationen für nachher die Mieten und sonst was mit rein. Und dass es doch vielleicht jetzt mal langsam an der Zeit wäre, dass das Land Berlin dort auf Kaufsuche geht und diese Grundstücke erwerben, dann den Wohnungsgesellschaften überlässt, damit die halt auch ordentliche Mieten kalkulieren können, die dann am Ende nicht 10,50 Euro den Quadratmeter betragen. Da haben wir eine Wortmeldung von Pavel. So eine ordentliche Miete? Ich kann es mir leisten, aber ja. Nicht jeder. Ja. Also es ist bezahlbar. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es da aber nur sozusagen so eine Rentabilitätslücke von 10%, also ich glaube ungefähr 3 Millionen, die BIMA mehr haben will, als irgendwie die Wohnungsbaugesellschaften bereit wären, dafür zu zahlen. Also man liegt mit anderen Worten eigentlich gar nicht so weit auseinander. Also ich habe mich deswegen gewundert, dass das sozusagen jetzt daran hängt an der Stelle, zumal man dort auch, ich sag mal, relativ geringen Mieten ausgeht in den Beständen, die da auch noch dazu gehören in dem Areal. Und was ich aber meinte, ob man nicht sozusagen als noch eine politische Initiative starten könnte, die darauf abzielt, dass wenn der Bund stur bleibt, dass man es dem neuen Erwerber so unattraktiv wie möglich macht, beziehungsweise, nein, ich würde das jetzt anders nennen, ich würde sagen den, wie es so schön heißt, die gesetzlichen Möglichkeiten des Bestandsschutzes auszuschöpfen. Also wenn man danach nicht irgendwie alles, was man da irgendwie beschließt, angreifbar machen will durch irgendwelche Äußerungen, die der Senat oder der Bezirk in der Öffentlichkeit getätigt hat, sollte man tunlichst mit solchen Sachen fernbleiben. Ich vermute, dass die Strategie des Senats ist, darauf zu hoffen, dass der Investor das am Ende alles platzt und die dann auf das Angebot zurückkommen. Das ist genau sowas, was man in der Rede aber auch sagen muss, dass man sich da auch ganz schön stark verschätzen kann und vielleicht doch mal offener mit der BIMA reden darüber reden sollte, weil wenn der sich einfach das hartnäckig das in den Kopf setzt, das Ding kauft und dann am Ende streiten wir über Jahre hinweg, was mit diesem Grundstück wieder passiert, ähnlich wie beim Mauerpark oder anderen Sachen, wo der Verkauf schon passiert ist, aber da einfach nichts passiert und das auf Jahre hinweg auch zu Problemen führt und das halt, also solche Spekulationen halt auch eine ganze Menge Probleme mit sich führen. Wortmeldung Martin. Ja, ich wollte das nochmal unterstützen. Also viel unattraktiver kann man dem Piepgras das nicht mehr machen. Ja, und er will es ja, also ich meine, das hast du ja auch schon gesagt, Pavel, das Objekt ist halt einfach maximal unattraktiv. Das einzig Brauchbare auf dem ganzen Areal steht unter Denkmalschutz und ist sowieso wahnsinnig teuer für irgendwas zu nutzen und der Rest ist halt Bestand und Dreck. Ja, und das wird irgendwie für Neubau vorgesehen. Und der will es halt trotzdem. Und die BIMA ist, ich habe auch nochmal nachgelesen, dass der letzte Stand ist da sehr optimistisch, wie sie sich äußert, dass der Kaufpreis auch bezahlt werden wird.
Insofern ist das, was Heiko gerade gesagt hat, mit dem, verschätzt sich der Senat aber ganz schön, was seine eigene oder was sein Glück angeht, das zeichnet sich schon ab. Ja, also ich meine, wenn es wirklich so unattraktiv wäre für den Investor, dann hätte der ja viel früher schon sagen können, nö. Weil er ja auch in gar keine, mit der BIMA in gar keine Verhandlungen treten kann, wie das in Berlin ja gerne mal gemacht wird als Investor. Okay, dann nehme ich halt ein anderes zu einem annehmbaren Preis, wenn, damit ihr überhaupt einen Abschluss habt und was loswerdet. Das funktioniert ja bei der BIMA und bei dem Areal auf keinen Fall. Genau. Gut, dann kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 10. Ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Sport zum Antrag der Grünen. Sportstätten eine Zukunft geben, Rat für nachhaltige Sportentwicklung berufen. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum der Sportausschuss vorletzte Woche tagen musste, weil alles andere von der Tagesordnung abgesetzt war. Andreas, warum haben wir uns denn da überhaupt enthalten? Können wir das nicht zur Beratung anmelden? Das Abstimmungsergebnis aus dem Ausschuss spricht ja Bände. Ja, das war einfach schlecht und letzten Endes wäre das ein weiteres Gremium gewesen, wo drin geschwätzt worden wäre und die Punkte, die meisten, die da rausgekommen wären, liegen schon jetzt auf dem Tisch und die müssen halt umgesetzt werden. Das kann aber der Rat nicht. Insofern wäre das vielleicht eher noch ein Grund gewesen, warum man dann sagt, ja, dann warten wir nochmal mit irgendwas, bis dann auch dieser Rat darüber mal gesprochen hat und dann würde alles nur noch länger dauern. Also das macht alles keinen Sinn. Genau. Genau, die Grünen wollen halt wieder mal einen Rat haben, wo sie irgendwelche Leute reinstecken können, die dann als Multiplikatoren für ihre Politik funktionieren, so wie wir es halt bei den Grünen kennen. Tagesordnungspunkt 11 sind die Vorlage zur Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnung. Da liegt nur eine vor und da hat bisher niemand irgendwas mitmachen wollen. Das ist 7. Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte im Taxiverkehr. Da geht es primär um EC-Zahlung, dass die EC-Zahlung jetzt halt flächendeckend und bla und blub und meiner Meinung nach hängen die jetzt schon wieder hinterher. Aber ja, sollen sie jetzt endlich mal dazu einführen, dass der Taxifahrer am Anfang sagen muss, du kannst sie nicht mit EC bezahlen und all so ein Zeug. Also das ist neben, damit er dann, bevor er die Fahrt anfängt, dich darauf hinweisen muss, dass du halt hier, wenn du keinen Cash dabei hast, wieder, ja, damit es halt nicht zu blöden Situationen kommt, die man von vornherein vermeiden könnte. Anmerkung, geht es nicht auch um die Höhe des Beförderungsentgeltes, damit der Mindestlohn gefeilt wird? Das ist noch nicht geklärt, da gibt es noch keine Vorlage. Ist noch gar nicht geklärt, oh, okay, dann nicht. Und wenn die kommt, kannst du sicher sein, da werden alle Fraktionen wollen, dass sie überwiesen wird, weil da wollen wir alle mal drüber reden, wie viel wir in Zukunft für die Taxis dann bezahlen. So, Tagesordnungspunkt 12 ist ja die Prio der SPD. Tagesordnungspunkt 13 ist die Bundesratsinitiative zur Einführung des Verbandsklagerechtes für anerkannte Tierschutzverbände. Ist ein gemeinsamer Antrag der Grünen, der Linken und der Piraten. Da waren bisher Grüne und Piraten auf Beratungsvorbehalt. Die Grünen haben diesen Beratungsvorbehalt jetzt auch noch abgemeldet. Phil, können wir den auch abmelden, den Beratungsvorbehalt, dass es erstmal im Ausschuss beraten wird? Können wir meiner Meinung nach machen. Allerdings ist an der Stelle Simon Kowalewski federführend und ich würde die Entscheidung gerne ihm überlassen. Simon? Nee, die Frage ist, können wir den Beratungsvorbehalt abmelden, ja oder nein? Also weil die Grünen haben ihn jetzt auch noch abgemeldet. Also das Interesse daran ist marginal, auch von den anderen. Also wenn... Okay, gut. Dann melden wir den Beratungsvorbehalt erstmal ab. Tagesordnungspunkt 14 ist die Zukunftswerkstatt Schulbau ausrichten. Ein Antrag der Grünen, der ohne Beratung sein wird. Oh, schade. Du kannst gerne was dazu sagen, weil den Antrag haben wir ja nicht eingebracht. Also ich wäre ja versucht, das zur Beratung anzumelden. Ich glaube, inzwischen haben sie auch alle Gremiennamen und Pseudonyme durch. Ist euch das aufgefallen? Also über Beiräte, Werkstätten, was hatten wir jetzt gerade zum Sport? Räte. Also das war ein ohne, Rat. Ohne Beirat. Ohne Bei, nur ein Rat. Ratschläge. Was war dieses Bürgergremien. Flüchtlingsding? Es ist das, ich, nur um vorzulesen, was die
Grünen sich alles einfallen lassen, um irgendwelche Pöstchen abzugreifen. Und das ist der einzige Grund, warum die solche Anträge stellen. So, Tagesordnungspunkt 15, A und B, Verkehrslenkung Berlin wieder auf die Spur bringen, 1 und 2 von den Grünen, und C, Verkehrslenkung römisch 3, ist auf Beratungsvorbehalt, soll überwiesen werden an Bauwerk und an Haupt. Ich gehe mal davon aus, dass der Herr Baum, Verkehrslenkung Berlin, eine Menge dazu zu sagen hat. Wie sind denn die Vorschläge der Grünen? Ja, grundsätzlich sind die okay. Wovon hängt das denn ab mit der Beratung? Gibt es eine Tendenz oder? Dazu kann Martin anscheinend mehr sagen. Also ich gehe mal eher davon aus, dass es beraten wird. Die Grünen sind sich noch nicht ganz sicher, ob sie das auch zur Priorität machen wollen, weil es über die Presse schon vorher so gut gelaufen ist, offensichtlich. Bei denen ist die Frage, ob Pflege oder VLB Priorität wird. Das wird sich jetzt demnächst entscheiden. Ich würde davon ausgehen, dass du dich mal vorbereitest ein bisschen. Und was ich auch ganz toll finden würde, ist, wenn ihr Kritikpunkte an den Anträgen noch habt, wobei ich die auch ganz gut finde, dass ihr dann auch Änderungsanträge dazu stellen. Ein Änderungsantrag wird es dazu höchstwahrscheinlich geben. Habe ich mich auch schon besprochen, aber wahrscheinlich dann im Ausschuss und jetzt nicht irgendwie in der ersten Lesung, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich werde es natürlich ansprechen, da fehlt nämlich ein entscheidender Punkt eigentlich. Okay. Tagesordnungspunkt 16 ist von den Grünen, Menschenhandel und Arbeitsausbeutung verhindern, EU-Recht umsetzen, ist wieder auf Beratungsvorbehalt gesetzt worden. Herr Spieß, wie stehen wir zu Menschenhandel und Arbeitsausbeutung verhindern? Wie lange Sie Steuern zahlen? Ja, also natürlich unterstützen wir das Ansinnen, wobei eben, also der Trick ist, also es gibt ja eine EU-Richtlinie, die muss eh umgesetzt werden, ja, also damit müssen wir uns beschäftigen, aber die Grünen führen eben auch noch eine Konvention des Europarates an und das ist sehr interessant, weil die eben auch noch weitergehend ist, nicht? Das heißt, man hat da einen gewissen Gestaltungsspielraum und ich persönlich unterstütze diesen Antrag auch, würde das empfehlen, dass man hier eben weitergehend, also die weitestgehenden Regelungen auch bei der Umsetzung der Richtlinie findet. So, dann 17 der Grünen, mehr Qualität in... Fabio? Achso, sorry, habe ich nicht gesehen. Ja, ich wollte noch anmerken, ja, es ist meiner Ansicht nach sollte man schon nochmal im Blick behalten, dass es eben auch sehr stark in den Bereich reingeht. Also ich glaube, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, ich glaube aber 80-95% der Opfer dieses Menschenhandels sind letztendlich Frauen. Insofern würde ich nochmal zur Debatte stellen, ob das vielleicht auch irgendwie von unserem frauenpolitischen Sprecher stärker in den Fokus genommen werden sollte. Aber das auf jeden Fall. Also das grundsätzliche Thema garantiert, aber ich glaube... Umsetzung der EU-Rechts, das fällt ja sowieso auch mit deinem Ausschussbereich, also in Eurobund Medien. Und ich sehe auch nicht bei Simon gerade die Anstalten, dass er lieber als einzelner Spießer zu reden möchte. Gut. Falls geredet wird. Tagesordnungspunkt 17 ist mehr Qualität in... Achso, Abel, okay. Ich wollte auch nur zum Antrag bemerken, ist es üblich, dass man im ersten Satz schreibt, wird aufgefordert, eine Bundesratsinitiative zu ergreifen oder sich einer bestehenden Bundesratsinitiative anzuschließen, dass man nicht guckt, ob es vielleicht eine gibt, so dass man sich wenigstens die Mühe macht. Es geht doch nicht darum, auf Bundes... Ach, ist das wieder auf Bundesebene? Ja. Bundesratsinitiative. Oh, okay. Okay, Wortmeldung, Fabio. Ja, die Formulierung ist sinnvoll, weil man einfach auch, bis der Antrag irgendwann beschlossen wurde, vielleicht in einem Jahr oder so, nicht weiß, was bis dahin noch im Bundesrat halt behandelt wird. Ja, dann könnt ihr euch ja mit den Grünen zusammensetzen und eine Änderung dieses Antrages schon ausformulieren. Gut, 17, mehr Qualität in Pflege-WGs ist auf Beratungsvorbehalt, wird ja anscheinend mit größerer wahrscheinlich beraten, fällt auch in deinen Aufgabenbereich. Wie sieht es denn bei den Pflege-WGs aus? Also in Küritz an der Knatter läuft es echt gut. Ja, also Antrag der Grünen sehe ich da etwa mit gemischten Gefühlen. Sehr umfangreich, macht sehr viele Vorschläge.
sieht teilweise Regelungsbedarf, also wo ich Fragezeichen machen möchte. Also wir werden uns da jedenfalls auch im Bereich Inklusion intensiver mit beschäftigen, wobei eben das Hauptproblem bei den Pflege-WGs momentan vielleicht nicht unbedingt mehr Kontrollen und mehr Regelungsbedarf ist, als dass es einfach zu wenige gibt. Ja. Und man eben auch überlegen könnte, wie man eben die Gründung und die Entstehung dieser Pflege-WGs besser fördern könnte. So, dann der 18er, Kinder- und Jugendförderung, Förderung gesetzlich regeln, Jugendfreizeitbericht fortschreiben, ist Antrag der Linken A und B. Hier hat die Linke Beratungsvorbehalt angemeldet. Da gucke ich mal rüber. Simon, oder ist es auch bei Alexander Spitz angesiedelt? Martin? Man könnte das im Bereich Jugend sich angucken, aber wenn du den Antrag liest, da geht es um die Konkretisierung, Umsetzung SGB 8 und AGK JHG und das, was sie da vorschlagen, ist sehr akademisch, aber durchaus sinnvoll. Also das Bericht fortschreiben und so weiter. Es kann natürlich auch Bereich Jugend machen, ist aber tatsächlich eher Soziales. Ich gehe davon auch aus, dass Elke dazu reden wird und nicht Katrin. Obwohl, nee, Katrin ist drauf. Naja, dann... Okay, aber dann verstehe ich das echt nicht, weil das da geht es um Maßnahmen Sozialförderung. Denn Simon? Ach, Entschuldigung, ich habe es genau falsch rum gemacht. Ja, kann ich gerne machen. Gut, ich würde dann vorschlagen, dass in Abstimmung du dann mit Alexander Spieß und Fachbereich Soziales ihr euch da mal zusammensetzt und das dann... Martin hat noch einen Vorschlag. Finde ich gut, wenn ihr euch da zusammensetzt, auch gerade irgendwie der Referent für Soziales mal intensiv drüber guckt, weil es komplex ist, wie alles, was mit dem SGB zu tun hat. Ich würde es gerne auch noch in Gesetz überweisen, ehrlich gesagt. Ich schreibe mir das mal auf und schlage das mal vor, ob die das wollen. So, dann der 19er. Ankommen, Teilhaben, Bleiben, Flüchtlingspolitik für Berlin. Hier Infrastruktur für Flüchtlingsarbeit in den Bezirken unterstützen von den Linken sowie Kita-Plätze für Flüchtlingskinder ist vertagt worden. So. Ja, jetzt wird erstmal. Ja, heute Verfassung. Nö, ist alles kein Problem. So. Dann der 20. Karneval der Kulturen ist zurzeit Prio Linke. Bleibt das Prio Linke? Ja, bleibt. Haben wir vorhin schon geklärt. Dann den 21er Vergabebericht endlich vorlegen. Danke. Antrag die Grünen ist auf Beratungsvorbehalt und ist sofortige Abstimmung beantragt. Die Koalition möchte es an Vivotech überweisen. Wie sieht's aus? Vergabebericht endlich vorlegen. Wirtschaft, Forschung, Technologien. Welcher Vergabebericht ist es, Paar? 21. Tagesordnungspunkt 21, Zeile 332. Ja, der Vergabebericht zu den Vergaben. Also im Vergabegesetz steht ja seit irgendwie Jahrzehnten, also nein, seit es das Vergabegesetz gibt, das ist zum einen so eine Kommission eingerichtet wird und zum anderen halt, dass ein Bericht darüber vorgelegt wird, wie denn, ja, also sprich Mittel, also alle Arten von Vergaben jetzt durch die öffentliche Hand und ja, der ist halt überfällig und die Grünen haben sich jetzt zur Lebensaufgabe gemacht, den Senat damit zu quälen. Dass da ein Vergabebericht vorgelegt wird und der Senat macht halt nichts. Die Frage, die ich habe, also ich kann das ja nachvollziehen, dass der Vergabebericht vorgelegt wird und dass man das fordert, aber die setzen ja hier quasi zusätzlich noch einen eigenen kompletten Fragenkatalog, also die schreiben ja im Prinzip, worüber dieser Vergabebericht dann sein soll. Ich überlege mir das mal rein, auch formal, der wird dann quasi sofort jetzt abgestimmt, bis zum 28. Februar soll der Senat liefern und einige Sachen, die da drin stehen, wenn ich mir das jetzt so durchpacke, das dürfte dann so
irgendwo im dreistelligen, vielleicht sogar im vierstelligen Bereich an Seiten ankommen, was da geliefert werden muss. Warum machen die einen Antrag, der so absurd ist, dass er eh nicht, also selbst der kann gar nicht umgesetzt werden, also rein logisch schon gar nicht. Du hast vollkommen recht. Sie haben da irgendwie eine ganze Liste, wobei teilweise macht es Sinn, teilweise ja. Sagen wir so, ich finde auch, dass da ein Bericht endlich, also wie es im Gesetz steht, vorzulegen ist, so, aber kann halt, wenn das Ding vorgelegt ist, einfach mal darüber reden oder eventuell ins Gesetz schreiben, genauer, was denn der Bericht eigentlich enthalten soll. Insofern, also gesagt, grundsätzlich Vorlage ja, allerdings wird wahrscheinlich diese Aufzählungsliste tendenziell eher dazu führen, dass es, wie du richtig gesagt hast, wahrscheinlich die Chor das ablehnen wird, allein aus dem Grund. Dazu ist zu sagen, dass im Hauptausschuss auch ein Bericht, also dass wir jetzt dem Senat gesagt haben, dass das quasi eine Ausnahmesituation ist, dass wir es nicht mit den normalen, also in einem Hauptausschuss ist es immer so, wenn wir Berichte anfordern und die kommen nicht zum richtigen Zeitpunkt oder es gibt keine Begründung, warum der Bericht nicht da ist, bam, 75.000 Euro Strafe, zack. Jetzt ist es so, dass ein Bericht bei uns nicht angekommen ist, der aber nicht an uns als Hauptausschuss geliefert wird, sondern ans Plenum geliefert wird und dann normalerweise direkt zu uns als Hauptausschuss weitergeleitet wird. Das ist ein bisschen doof, weil wir als Hauptausschuss sind damit wichtiger als das Plenum, weil wir verteilen 75.000 Euro Strafen dafür, wenn uns was nicht pünktlich kommt. Das Abgeordnetenhaus kennt das aber als gesamtes Plenum nicht, dass wenn Berichte nicht kommen oder nicht unaufgefordert berichtet wurde, warum der nicht pünktlich kommt. Also eigentlich hätten wir jetzt eine Drucksachennummer haben müssen, Bericht ist noch nicht vom 14. fertig, kommt irgendwie im Februar 2015 oder irgendwie sowas. Dann hätte man sich als Parlament dazu verhalten können, aber das ist ein Punkt, den wir jetzt auch uns als Hauptausschüssler mit annehmen, im Zweifelsfalle, dass wir entweder unsere Regelung aufs Abgeordnetenhaus hoch, also aufs Plenum hochskalieren, oder wir das runterskalieren. Das heißt, dass der Hauptausschuss in Zukunft halt für alle Sachen, die nicht pünktlich in diesem Abgeordnetenhaus oder in irgendwelchen Ausschüssen auftauchen, grundsätzlich überall Strafen reinschmeißt. Herr Schneider ist dann auch immer relativ forsch, dann so Sachen zu sagen, wie dann werden da halt pauschal Strafen verteilt oder sonst was alles. Da muss man dann mal gucken, weil es ist, selbst der Koalition geht es auf den Sack, dass da bestimmte Sachen einfach nicht kommen oder dass nicht mehr die Information kommt, dass es nicht kommt. Phil. Ich wollte nur zufügen, dass das jetzt nicht alles komplett neue Fragen für den Vergabebericht sind, sondern dass es teilweise Fragen sind, die halt die verschiedenen Dinge, also zum Beispiel die ILO-Kernarbeitsnorm, nochmal intensiviert oder einfach nochmal etwas genauer auch nachfragt und nochmal in kleinere Punkte irgendwie so abdriftet. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so ausgedehnt, dass man das irgendwie ablehnen müsste oder so, sondern das präzisiert eigentlich nur den zugrunde liegenden Fragekatalog eigentlich. Gut, aber Pavel, du wirst beraten, wenn es beraten werden sollte von der Grünen. Gut. 22, SPD und CDU, Erhebung des 500. Reformationstages 2017 zum einmaligen gesetzlichen Feiertag. So, vorneweg, die sofortige Abstimmung haben wir erstmal weggeschoben, damit wir uns hier inhaltlich darüber unterhalten können, ist auf Konto der CDU angemeldet worden und wird jetzt nur noch an den Ausschuss Inneres, Sicherheit und Ordnung überwiesen, da die im Grunde ja für Feiertage etc. zuständig sind. So, vorneweg Simon, selbst wenn wir den 500. Reformationstag 2017 zum einmaligen gesetzlichen Feiertag nennen wollen und alle Fraktionen in diesem Haus das wollen, könnten wir es mit diesem Antrag erreichen? Also dieser Antrag ist eine unglaubliche Fehlleistung seitens der Koalition. Wenn man sich den Titel anschaut, ich verstehe auch wirklich, also manchmal wundert man sich ja doch noch, okay. Im Antragstitel steht Ernennung zum gesetzlichen Feiertag. Im Antragstext steht, der Senat wird aufgefordert, den zum Feiertag zu erklären. Das geht nicht.
heißen gesetzliche Feiertage, weil sie im Gesetz stehen, im Feiertagsgesetz. Wenn man neue Feiertage einführen will, muss man das Feiertagsgesetz ändern. Das ist auch ganz einfach, das ist ein Landesgesetz, das ist ganz einfach. Es ist mir ein Rätsel, wie man erstens nicht merken kann, wenn man schon von gesetzlichen Feiertagen redet, dass man nicht den Senat auffordern kann, das zu tun. Zweitens, weil es gibt auch überhaupt keine Ermächtigung auf deren Grundlage, die das könnte, das ist ziemlich eindeutig im Feiertagsgesetz. Zweitens, es ist mir ein Rätsel, wie man dieses Vorhaben, also falls ihr es nicht wisst, das ist bundesweit geplant. Auch die Bundesländer, das sind die meisten, die den Reformationstag nicht haben als gesetzlichen Feiertag, wollen, ich glaube, alle 2017 einen Recht zum Feiertag machen. Jedes andere Bundesland, ich habe es nicht alle nachgeguckt, jedes andere Bundesland kriegt es auch hin, das einfach in sein Feiertagsgesetz zu schreiben. Die Berliner Koalition schafft es nicht mal, das abzuschreiben aus den zig Bundesländern, in denen es schon gibt, sondern es ist merkwürdig. Gut, Phil kann jetzt mal innerlich dazu was sagen. Ich möchte dem einerseits beipflichten, was Simon jetzt gesagt hat. Andererseits nochmal darauf hinweisen, auf unser Grundsatzprogramm von Trennung von Staat und Religion und gerne diesen Antrag auch bitte in Kult überwiesen sehen. Ist explizit zumindest wieder nur noch in sich überwiesen worden, weil es einzig und allein um die Ausführung etc. geht. Sofortige Abstimmung wird auch beantragt? Nein, die sofortige Abstimmung kann nur beantragt werden, wenn es nicht überwiesen wird. Er wird überwiesen an in sich O. Zusätzliche Überweisung beantragen, bitteschön. Nein, wir haben ja selber gesagt, dass die Überweisung an Kult Blödsinn ist. Eigentlich, ich wollte innerhalb der Runde nicht sagen, wie bescheuert das ist, damit das am Donnerstag noch gesagt werden kann, weil die im Zweifelsfall sonst, keine Ahnung, eine Änderung noch schnell basteln, um sich nicht abzulösen, weil die sich ja eigentlich total lächerlich machen mit diesem Ding. Dann können sie es bei uns auch. Nein. Es geht nicht darum, dass Gesetze und sonst welche Anträge immer in die Ausschüsse müssen, wo die Leute sitzen. Ihr könnt auch einfach in andere Ausschüsse euch mit reinsetzen, wenn das dann da aufgerufen wird. Es ist halt einfach so, dass die grundsätzliche Forderung nach dem 500. Reformationstag 2017, also meiner Meinung nach, da können wir jetzt drüber reden, in Ordnung ist, weil das nicht nur ein kirchlicher Fall, also eine kirchliche Situation ist, sondern dass vor 500 Jahren, also 1517, dort auch gesellschaftlich eine ganze Menge passiert ist und das einen riesigen Impact auf die gesamte Gesellschaft Europas hatte. Und das ist nicht einfach nur irgendwie die katholische oder die protestantische Kirche oder sonst was für ein Zeug. Aber dann ist das auch ein Ansatz für viele andere Ereignisse, die zum Feiertag. Deswegen können wir darüber jetzt auch reden. So, dann Wortmeldung Christopher, dann Martin, dann Pavel, dann Andreas. Jetzt muss ich mir das aufschreiben. Eine Stadtteil. Ja, also schade, dass ich das jetzt hier nochmal so sagen muss, aber die darunter liegende Systematik ist ja einfach, einen Tag X zu einem Feiertag zu erklären. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, warum das im Innenausschuss ist. Wahrscheinlich, weil wir die Behörde sind, die für Feiertage verantwortlich sind, der Innensenat oder so. Ja. I don't know, I don't care. Aber wenn es nach mir jetzt ginge, würde ich sagen, sollte das allerdings allerhöchstens in den Rechtsausschuss gehen, beziehungsweise man könnte da auch eigentlich, aber leider entspricht die Form dieses Antrages dem ja nicht, könnte man das einfach mal so an der roten Ampel schnell im Plenum abstimmen. Da gibt es meiner Meinung nach halt auch tatsächlich überhaupt keine Diskussion, weil die berichtigt mich gerne, aber ich glaube auch nicht, dass der Reformationstag in der evangelischen Kirche, die begehen den natürlich, aber er ist jetzt natürlich nicht mit sowas zu vergleichen wie irgendwie anderen großen religiösen Festen von echten Weltreligionen. ihr seht, als Katholik bin ich da natürlich voreingenommen. Ich wollte halt nur sagen, es ist halt vollkommen egal, wo das irgendwie in diesem Parlament irgendwie. So, die einzige Gelegenheit, die man in der Beratung halt nutzen könnte, wäre halt einfach nochmal neben dem Fakt, dass der Antrag halt fachlich oder inhaltlich so quatschig ist, dass man natürlich darauf hinweist, dass wir als Gesetzgeber viel öfter von unserer
Machtgebrauch machen sollten, einfach mal Feiertage einzuführen und dass das bestimmt auch bei den Berlinerinnen und Berlinern gut ankommt. Ja? Weil das wusste ich nämlich auch nicht, dass wir einfach so Feiertage machen können. So, darf ich? Ja, jetzt ist Martin dran. So, also was der Kathole da gegenüber behauptet, ist natürlich falsch. Es ist ein wichtiger evangelischer Feiertag, gleichwohl er auch nur in ein bis zwei Bundesländern tatsächlich besteht. Also es gibt ihn in Brandenburg und ich glaube auch in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen. Aber er ist natürlich nicht nur ein religiöser Feiertag, Phil, sondern er ist tatsächlich auch so ein bisschen ein staatsgebender Feiertag. Ja. Also der Reformationstag ist schon ein bisschen mehr als die Frage, ob da irgend so ein Pfaffe eine Kirchentür kaputt gemacht hat. Also wir können auch gerne anlässlich dieses Antrages der Koalition eine externe Fraktionssitzung in der Lutherstadt Wittenberg abhalten, vor der Tür. Ich finde das ganz angebracht, ehrlich, ist auch eine sehr schöne Stadt, jetzt wo die Baustellen weg sind. Aber nicht an Feiertagen, völlig richtig, Herr Kollege Mohrlein. Ich freue mich sehr darüber, wenn es demnächst mehr Anträge gibt, weitere Feiertage einzurichten. Oder aber, Phil, wenn ich dich richtig verstanden habe, einfach mal einen Antrag, alle kirchlichen Feiertage abzuschaffen in Berlin. Das kommt bestimmt auch gut bei den Berlinerinnen und Berlinern an. Das könnt ihr dann gerne auch im Kulturausschuss besprechen. Da habe ich gar kein Problem mit. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir dieses Thema jetzt alsbald beenden könnten. So, Pavel, dann Fabio, dann Alexander Morlang. Ja, also ich finde es erstens auch tatsächlich krass, dass die Koalition irgendwie so ein dummes Gesetz zu ändern. Amateurantrag vorlegt. Wahrscheinlich aber kommt es daher, dass sie das verwechselt haben mit der Ermächtigung, die dort im Gesetz steht, sozusagen Schutzmaßnahmen für den Feiertag zu erlassen. Also das, genau, das ist sozusagen der Feiertagsschutz, da sind sie tatsächlich ermächtigt. Wahrscheinlich haben sie aber nicht die Mühe gemacht, einfach dort nachzugucken. Und mal gucken, was man draus macht, bei der Frage, okay, was kann man da sonst noch so tun, fiel mir die Idee auf, man könnte ja eigentlich sagen, auch als Ziel mal eine Initiative starten, dass man Berlin und Brandenburg etwas näher zusammenbringt und sozusagen eine Vereinheitlichung, die Feiertage in Berlin und Brandenburg zu vereinheitlichen. Dann würden wir nämlich gleich drei Feiertage mehr kriegen in Berlin, wenn wir das halt tun. Und das Reformationsfest wäre dann auch gleich damit erledigt. Also das wollte ich nur, egal. Frage wäre jetzt sozusagen, wer kümmert sich jetzt darum, dem Senat das aufs Butterbrot zu schmieren und der Koalition und irgendwie maximalen Schaden und Peinlichkeiten zu erzeugen. So, ich würde noch kurz vorher arbeiten, dann Fabio, dann Alexander Morlang und dann hat Martin einen Vorschlag. Wenn es darum geht, sozusagen, welche Feiertage brauchen wir, um das mal alles auf den Prüfstand, so hätte ich noch einige Vorschläge, die mache ich jetzt aber nicht, um das ein bisschen abzukürzen. Ich will einfach noch mal ganz kurz die Frage stellen, ganz provokativ, wenn der Senat wenn die Koalition zu blöd ist, das richtig einzubringen, wollen wir das nicht einfach stattdessen machen? Dann haben wir beide Anträge, den falschen und den richtigen, die halt gleichzeitig debattiert werden. So, dann Alexander Morlang. Ich dachte, wir sind für die Trennung von Staat und Religion und lehnen damit religiös motivierte Feiertage generell ab und wollen auch Weihnachten abschaffen. Wenn wir das schon nicht tun, dann sollten wir auf jeden Fall irgendwie mal feststellen, dass es eine große Menge an christlich motivierten Feiertagen gibt. Es gibt aber noch viele andere Religionen, es gibt auch ganz viele andere Menschen in dieser Stadt, die anderen religiösen Tätigkeiten und Glaubensrichtungen nachgehen. Und da sollten wir möglicherweise einfach mal nach
Menge der Anhänger der jeweiligen Religion quotiert, entsprechende Feiertage in Berlin einführen. Wir können das natürlich auch über einen größeren Zeitraum, das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie, damit auch die kleinere Glaubensgemeinschaft einen Ausschusssitz nach Dont kriegt, ganz viele Feiertage eintragen, aber dann kriegen die halt jedes zweite Jahr einen gesetzlichen Feiertag oder so. Aber jetzt noch mehr christliche Feiertage, das nur weil dem Wähler das Gefühl gefällt, das ist, glaube ich, auch wirtschaftlich gar nicht vertretbar. So, Martin, danach ist die Rednerliste auch Schluss hier heute. Sehr schön, vielen Dank, Heiko. Konkreter Vorschlag. Mein konkreter Vorschlag ist, dass Simon dazu redet, auch erstens, weil es ihm aufgefallen ist, zweitens, weil er dann tolle GIFs produzieren kann und drittens, weil er dann auch vielleicht nochmal erwähnen kann, dass der Ausschuss für Inneres halt ja auch für Inneres zuständig ist, worum er sich ja meistens nicht kümmert, sondern Sicherheit und Ordnung, und dass man da vielleicht nochmal drauf, so aus einer verfassungsmäßigen Position darauf hinweisen kann. Ansonsten wollte ich kurz noch sagen, ich hoffe, es provoziert jetzt nicht eine Antwort, aber die Heiko lässt sie ja eh nicht zu, insofern bin ich da auf einer sicheren Seite. Alexander, das, was du gerade sicherlich nicht ganz ohne Ironie vorgeschlagen hast, ist das Gegenteil von Trennung von Staat und Religion. Also die Quotierung nach Menge von Bevölkerung. Das könnt ihr bilateral alles ähnlich klären. Wir haben auch ein gutes Abstimmungstool, wo man unsere Meinungen innerhalb dieser Fraktion super anhand. Wir haben nämlich hier einen konkreten Antrag und jegliche Diskussionen über andere Feiertage oder Abtrennung von Staat und Kirche oder so haben mit diesem konkreten Feiertag jetzt erstmal nichts zu tun, sondern das könnt ihr gerne machen, indem ihr zum Beispiel Anträge reinstellt, wie die Fraktion möchte grundsätzlich Feiertage von abschaffen oder so, außer diese gesetzlichen, wie zum Beispiel den Arbeitsfreien hier oder sonstige Sachen. Joker-Feiertage. So, das lasse ich jetzt aber nicht mehr zu, weil ich jetzt, es mir ist, Simon, du kannst mir nicht einfach dazwischen reden. Ich habe gesagt, so, Zugriffe der Fraktion. Tagesordnung 5. Es ist echt ein Dankeschön. Kindergarten mit euch hier. So, die Frage okay, ist gut, mir ist. Das kann ich leider nicht mehr machen, weil ich werde öffentlich angegriffen. So, okay, gut. Simon, würdest du jetzt dazu reden im Zweifel? Das war ja mein Vorschlag. Aber ich was? Nicht lang, nein, du musst nicht lang reden. So, Herr Kowalewski, bevor Sie jetzt diesen Raum verlassen, ich kann total verstehen, dass Heiko das abgebrochen hat, ist es denn wirklich so wichtig, dass du das jetzt noch sagen musst? Ich hoffe, es sind wirklich nur zwei Sätze und ich werde hinterher meine Bewertung, ob es denn wirklich so wichtig war, auch kundtun. Bitteschön. Also, tut mir auch leid, es ist mir aber jetzt gerade wirklich absolut zu viel, dass wir, die wir im Wahlkampf damit Werbung gemacht haben, dass wir uns für die Trennung von Staat und Religion einsetzen, am 70. Gedenktag der Befreiung des KZ Auschwitz, was übrigens kein Feiertag ist, was auch noch niemand gefordert hat, das zu einem zu machen, hier den Vorschlag einbringen, dem Antisemiten Martin Luther auf unseren eigenen Antrag hin einen Feiertag einzuräumen. Das ist einfach was, das geht nicht. Das entspricht überhaupt nicht meinem Verständnis dieser Fraktion, der Piratenpartei oder irgendwas, was ich in irgendeiner Form unterstützen kann. Danke. So, ich fand deinen Redebeitrag wichtig. Vielen Dank für diesen Redebeitrag. Hätte vielleicht auch mit weniger Eskalation funktionieren können alles. So, es ist ja nicht unser Antrag. Also ich sehe jetzt keinen Antrag von uns. Es gibt ja auch keinen Antrag, weil aus dem Grund hat auch, das weiß ich, Simon davon Abstand genommen, einen Antrag zu stellen, weil es ja neben den formalen Implikationen, die sich über die Koalition lustig machen, auch noch andere Implikationen dieses Vorschlags gibt, die wir noch gar nicht diskutiert haben. Insofern haben wir das jetzt geklärt, die Redefrage ist geklärt und wir werden uns
das finde ich sehr schön, uns nicht auf die inhaltliche Diskussion einlassen, sondern uns ein wenig kurz über die Koalition lustig machen und dann können wir ja auch immer noch klären, was wir eigentlich wollen, was den Feiertag angeht. So, Zugriffe, wenn ich mal kurz meinen PGF fragen darf, wer jetzt der nächste Tagesordnungspunkt ist, das richtig? So. Möchtest du das wieder machen? Nicht gut, dann hoffe ich, dass du mir dabei hilfst, während ich das mache. So, oder versuche. So, wir haben Zugriffe. Leute, ihr müsst euch jetzt mal mit mir konzentrieren, weil ich mache das nicht so oft und ihr müsst mir dabei helfen. So, ich hoffe, diese Google Doc ist aktuell. Nee, das wird gerade nicht gepflegt, weil Jenny und sowas das parallel nicht machen. Ah, okay. Wir haben das weglassen. Mhm, okay. Weil das ist alles geklärt. Wir müssen gerade nur klären, Priorität ist mal. Welche Priorität wir machen wollen. Danach ist auch geklärt, dann kann auch jemand vorschlagen, ob noch jemand was anderes außer dem, was schon auf Beratung ist, beraten. Okay. Vielen Dank. Dann klären wir jetzt erstmal die Priorität. Ich habe auch einen Vorschlag und würde vorschlagen, dass wir den Untersuchungsausschuss Staatsoper zur Priorität machen. Ich glaube, das wird von uns erwartet und wir können an den anderen Oppositionsfraktionen ein Schnippchen schlagen, wenn wir anfangen, dazu zu reden, was unser Recht wäre. Warte mal, bevor ich dich rannehme, andere Vorschläge für die Priorität. Sehe ich nicht, dann Wolfram, bitte sag mal was. Ich möchte nur anmerken, dass der auf dieser Tagesordnung noch gar nicht draufsteht, sondern der ist für die nächste Sitzung vorgesehen. Deswegen habe ich ja Wolfram bezahlt. Ah, nämlich diese Phase. Ich dachte, wir wollen das dringlich einbringen. Mhm. Schade. Ich hätte mich gefreut, wenn das jetzt dringlich eingebracht wird. Warum eigentlich nicht? Ach, egal. Bitte, dann gibt es noch den Vorschlag, das Dragoner-Areal zu nehmen. Gibt es dazu irgendwie Wortmeldung, Wolfram? Ja, ich habe ja die Liste auch schon durchgeguckt und wir haben ja nur die Schulen in freier Trägerschaft ansonsten noch drauf. Das ist aber mindestens genauso sinnlos, das zur Priorität zu machen, weil es gleich danach folgt. Wir haben das Dragoner-Areal schon mal in der Priorität besprochen. Es ist eigentlich auch nicht wirklich was dazugekommen an Wissen. Es ist halt nur noch mal draufhauen auf die Koalition. Können wir natürlich auch in der Priorität gerne machen. Da wir ja sowieso keine andere oder keine ernsthafte andere Option haben, würde ich das natürlich auch tun. Aber ja, so ist es dann. So, dann Heiko. Also warum es sinnvoll ist, noch mal darüber in der Priorität zu reden, ist, weil wir beim letzten Mal, als wir den eingebracht haben, einen völlig anderen Senat gehabt haben als wir jetzt. Beim letzten Mal hatten wir Nussbaum und Stadtentwicklungssenator Müller und Klaus Wowereit als Bürgermeister. Jetzt ist es so, wir haben einen neuen Finanzsenator. Das heißt, der neue Finanzsenator muss mit der Liegenschaftspolitik in diesem Land auch umgehen. Wir haben einen neuen Stadtentwicklungssenator mit Geisel. Das heißt, diese kompletten Punkte sind unter einem völlig anderen Blickwinkel nochmal zu betrachten. Und man musste diesen Senat auch massiv jetzt angreifen und den Finger in die Wunde legen. Jetzt macht doch mal was, ihr seid die Neuen, ihr wollt doch hier alles ändern, ihr wollt Wohnungen bauen und Ähnliches, ihr wollt Wohnungen vor allen Dingen bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben und Ähnliches. Hier habt ihr die Möglichkeit, auf dem Wohnungsmarkt wirklich dämpfend einzuwirken, weil wenn nämlich diese Pakete aus der BIMA an Höchstpreisunternehmen rauskommen, dann wird das einen riesen Impact auf den Wohnungsmarkt haben, weil das nämlich vor allen Dingen auch Wohnungen sind, die halt im Niedrigpreissegment und andere angesiedelt sind. Und diejenigen, die die Dinger kaufen, werden damit garantiert nicht so weitermachen, sondern da wird massivst durchsaniert werden, da wird massivst entwickelt werden. Das heißt, der Einfluss auf den Berliner Wohnungsmarkt und auf die Mieten wird sehr groß sein. Vor allen Dingen auch, weil diese Verkaufsgeschäfte natürlich automatischen Einfluss auf alle Grundstücke drumherum haben. Und dass man hier diesen Senat einfach dafür in Verantwortung nehmen muss und auch diese Regierung, dass alle Versprechungen, die sie irgendwie machen, sie einfach nicht einhalten und da schon wieder im Prinzip alles an ihnen vorbeiläuft und sie einfach keine Entscheidung dazu treffen. Sie treffen nicht die Entscheidung, das zu kaufen oder Ähnliches. Sie sagen aber auch nicht offiziell, dass sie es nicht kaufen wollen. Also da würde ich schon darauf plädieren, dass man da wirklich diesen Senat, der jetzt neu auch ist und sowas, und auch die Regierung dafür angreift. So, ich sehe jetzt eine Wortmeldung, ist das richtig? Phil, willst du dazu was sagen? Bitte schön. Da wir jetzt da nur einen Vorschlag haben, möchte ich gerne noch zur Disposition stellen den Antrag zum Verbandsklagerecht, den dann entsprechend auf Beratung zu setzen.
Also zumindest würde ich den gerne noch dagegen abstimmen, gegen den anderen. Dann, weil es immerhin eine Forderung aus unserem Grundsatzprogramm, den könnten wir auch zur Priorität machen. Ja, was willst du zur Priorität machen? Tagesordnungspunkt 13, Verbandsklagerecht, gemeinsamer Oppositionsantrag. Aber den wollten wir doch jetzt nicht mal mehr beraten. Okay, ich lasse darüber einfach abstimmen, weil dann klärt sich ja, dass wir das noch beraten oder nicht, wenn das eine Mehrheit findet. Also es steht zur Auswahl Top 9 und Top 13, Dragoner und Verbandsklagerecht, zwei gegeneinander. Top 9 hat das Kügelchen Ja, Verbandsklagerecht hat das Kügelchen Nein. Und ich bitte jetzt um eure Voten. Wer ist dafür, Top 9 oder aber Top 13 als Priorität zu nehmen? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 für Top 9 und 1, 2 für Top 13. Damit hat Top 9 gewonnen. Jetzt machen wir nochmal das mit der Abstimmung richtig. Wer ist dafür, dass Top 9 die Priorität wird? Da nochmal Kügelchen hoch. Ja oder Nein ist jetzt die Entscheidungsmöglichkeit. Das sind 1, 2, also das sind einstimmig bei Enthaltung von Alexander Morlang, Fabio Reinhardt, Simon Weiß und Pavel Meyer dafür, dass das unsere Priorität wird. Vielen Dank. Okay, dann haben wir die Priorität. Wir haben ansonsten noch einen Zugriff frei, wenn ich das richtig sehe, außerhalb der Priorität. Wir könnten zum Beispiel das Verbandsklagerecht noch wieder aufmachen. Es gibt aber auch sicherlich andere Möglichkeiten, wenn ihr da Ideen habt, noch einen Zugriff zu nutzen. Dann her damit. Simon? Unter dem Aspekt würde ich schon sagen, dass wir auch das Verbandsklagerecht durchaus noch sprechen könnten oder es zumindest anmelden. Heiko hat noch eine Wortmeldung. Ich würde darum bitten, bevor wir das einfach anmelden, dass ihr bitte mit Grünen und Linken darüber sprecht, weil die Grünen explizit auch wieder abgemeldet haben. Wir sind auch nur mit drauf, also wir haben den ja nicht selber geschrieben, diesen Antrag. Darum würde ich euch bitten, das Ding, also mit denen zu klären, ob die das auch wieder wollen. Und wenn ihr da ein Votum von denen habt, dass ihr dann auf mich zukommt, weil ich kann das ja bis dann noch wieder anmelden, aber dass ihr mir dann quasi sagt, ob die auch damit in Ordnung finden. Weil vor allen Dingen bei gemeinsamen Sachen, wenn die dann einfach wieder was aufmachen oder ähnliches, kann ja Gründe haben, weiß ich, einer ist krank zufällig an diesem Tag oder so. Das weiß, wissen wir möglicherweise nicht, weswegen die das wieder abgemeldet haben. So, wie ist jetzt der Stand? Erstmal noch abgemeldet und. Ich hätte es jetzt ansonsten erstmal als angemeldet eingetragen, weil es der einzige Vorschlag ist, aber das musst du eher. Weil wenn jetzt irgendwelche Übertragungen oder sowas passieren, dann passiert es auch. Okay, gut. Dann also erstmal noch warten. Wir haben auf jeden Fall noch einen Zugriff frei. Im Zweifel wird es das Verbandsklagerecht, wenn das abgestimmt worden ist vorher. Genau, man kann ja gleich mal drüben fragen. So, ich würde sagen, das mit der Verteilung der Redezeit machen wir wieder im Fluss. Das hat ja letztes Mal auch ganz gut funktioniert. Wenn sich irgendwas Neues ergibt, kriegt ihr eine Mail. Simon, hast du schon irgendwie einen Bedarf? Weil bei dir wird ja 10 Minuten maximal 10 Minuten, stimmt. Ja. Also ist einfach eine Mail an mich schreiben. Genau. Genau, ansonsten eine Mail an Heiko, der nimmt das dann mit und wenn es knapp wird, dann diskutieren wir nochmal, aber so sieht es ja nicht aus. Okay, dann kommen wir, weil wir Tagesordnungs, also 5 brauchen wir nicht, 6 haben wir schon abgearbeitet, kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7. Da gibt es zwei Anträge unter 7.2, einmal der Antrag dann, wenn es soweit ist, Andreas Baum als stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss Staatsoper zu benennen. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Beratendes Mitglied, stellvertretendes Mitglied. Das heißt im Untersuchungsausschuss stellvertretendes Mitglied. Das wäre auch noch etwas, was der Rechtsausschuss zu klären hat. Das wäre nämlich, die Formulierung wäre genau genommen nicht gesetzeskonform, aber das ja. Der Rechtsausschuss wird sich damit befassen. Ich freue mich, dass unser rechtspolitischer Sprecher jetzt schon da Nitpicking betreibt. Insofern, genau, gibt es keinen Aussprachebedarf, dann schreiben wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass Andreas das macht, beziehungsweise dagegen? Stellvertretend arbeiten. Im Arbeiten, genau. Das ist einstimmig,
Ohne Enthaltung, das ist sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Wir werden dich dann beim gegebenen Anlass vorschlagen. Das hat ja noch ein bisschen Zeit, weil zweite Lesung lässt ja wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten. Dann haben wir den Antrag für die Teilnahme am diesjährigen Girls' Day am 23.04.2015. Die Antragstellerin ist Simon Kowaleski. Willst du noch viel sagen? Oder willst du sagen? Dann bitte. Also wir haben ja bestimmt alle mal in irgendeiner Form an den bisherigen Girls' Days teilgenommen. Wir haben da relativ gute Rückmeldungen gekriegt und so ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir das dieses Jahr gerne wieder anbieten wollen würden. Die Vorbereitung findet wieder durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion statt und ich denke mal, das sollten wir auch wieder machen, weil es eine tolle Sache ist. So, Wolfram? Ja, ich bin ein bisschen verwundert. Ich habe gehört, es ist ein Plenartag, an dem das stattfindet. Und ich war eigentlich mal der Annahme, dass an Plenartagen gar keine anderen Veranstaltungen stattfinden. Ist das eine Sondergenehmigung oder gibt es diese Regelung nicht, die ich da mir einbilde oder wie ist das? Ja, die gibt es, aber wir haben natürlich als Abgeordnetenhaus relativ wenig Einfluss auf das Datum des Girls' Days, der bundesweit in allen möglichen Betrieben und Einrichtungen stattfindet. Bundesweit, vielen Dank für den Hinweis, bundesweit. Insofern müssen wir damit leben. Es ist ja nun auch nicht so, als würdet ihr brav von 11 Uhr bis 19 Uhr auf Stühlen sitzen. Insofern gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, mal da vorbeizugucken. Die Organisation geht im Moment eh davon aus, dass der Großteil der Arbeit an einem Teil der Referentinnen und Referenten hängen bleibt. Die machen das auch gerne. Die suchen gerade, wie sie das so, was sie tun. Es wird ein kleines, verkürztes Planspiel geben, falls du das nicht schon alles erzählt hast und ich dir nicht zugehört habe. Aber das läuft alles und ich werde sicherlich auch vorbeigucken kommen. Ist halt so. Also, gibt es weiteren Aussprachebedarf? Ist nicht der Fall, dann kommen wir auch da zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, dass wir da mitmachen? Dies ist einstimmig bei Enthaltung von Herrn Lauer. Vielen Dank. Dann sind wir mit 7 durch. Wahlen haben wir nicht, Termine stehen im Pad. Achtung, erst am 10.02. ist wieder Fraktionssitzung. Wem es noch nicht aufgefallen ist, nächste Woche sind Winterferien. Da könnt ihr alle Fasching feiern. Dann stehen noch Termine der Abgeordnetenbüros drin. Heute zum Beispiel ist die Finissage unserer Ausstellung im Gute-Laune-Büro. Morgen gibt es einen interessanten Vortrag in der N64. Und alles Weitere ist noch ein bisschen hin. Genau. Unter Sonstiges wollte ich dann noch etwas... Willst du das jetzt aufbringen oder... Ich weiß nicht, ob es um dasselbe Thema geht. Alles anderes, okay. Und zwar wollte die Arbeitsgruppe um den Staatsoper-Untersuchungsausschuss gerne noch dass die Fraktion ein Mission Statement diskutiert bzw. Zur Kenntnis nimmt. Und jetzt muss ich kurz gucken, wo ich es habe. Das Mission Statement ist sehr, ist nicht lang und geht um die Ausrichtung der Fraktionsarbeit. Und das paste ich jetzt unter Sonstiges in das Pad. Und es heißt, die Piratenfraktion arbeitet sachorientiert und unabhängig am Untersuchungsausschuss Staatsoper ohne Einflussnahme durch Außeninteressen. So mal das heißt. Durch Außeninteressen. Es steht im Pad. Lies es mit. Ich habe zwischendurch den Rechner neu starten müssen. Thematische Schwerpunkte unserer Arbeit werden sein. Doppelpunkt. Erstens die akteurszentrierte Untersuchung des Sachverhaltes, zum Beispiel Einfluss der Freunde und Förderer der Staatsoper, Senatsverwaltung und der Senatsbaudirektorin auf die ganze Misere. Und zweitens die Kontroll- und Controlling-Mechanismen als Schwerpunkt. Beide Punkte lassen sich zu großen Teilen aus den entsprechenden Aktenlage heraus bearbeiten und untersuchen. Somit setzen wir uns in der Arbeit nicht der Gefahr aus, die von diversen Störmanövern und Verzögerungen bei der Befragung der Zeugen ausgehen kann. So,
Das ist das Mission Statement. Ich habe es jetzt ein bisschen schnell vorgelesen, aber ihr könnt das ja alle nachlesen. So. Das ist auch ganz, ich fände das eine gute Idee, einfach aus dem Grund, damit nicht, es verbindet ja immer jeder was Eigenes und hat so eine eigene Anspruchshaltung. Hier sind mal die Leute, die sich damit beschäftigen, die uns ihre Anspruchshaltung mitteilen, und ich finde das sehr gut, weil das können wir dann nämlich auch alle mitnehmen und wissen, woran Wolfram und Andreas, aber auch die Referenten sich selbst messen lassen möchten. Pavel hat sich gemeldet. Ja, ich finde es gut. Ich finde es nur ungewöhnlich, dass dort auch im letzten Absatz eine Begründung drin vorkommt, die man auch als Rechtfertigung deuten könnte. Das ist für ein Mission Statement, wie gesagt, eher unüblich. Kann man jetzt, ich meine, man muss das jetzt nicht so förmlich machen. Aber du hast nicht Unrecht. Ja, und es ist ohnehin sehr lang, aber passt schon. Management-Seminar, erster Kurs, Pavel zitierte, bitteschön. Ja, nur mein Punkt dazu, also ich finde das auch erstmal ganz gut. Ich hätte es jetzt gar nicht für notwendig erachtet, das nochmal in einer Fraktionssitzung anzusprechen, weil für mich sind diese Punkte eigentlich alle mehr oder weniger selbstverständlich in meiner Arbeit, und wollte aber trotzdem jetzt, wo es mal zur Sprache gekommen ist, das Wort ergreifen und sagen, dass ich das also voll unterstütze und auch so gut finde. Und ja, das wäre es dann zu diesem Punkt. Ja, weiteren Aussprachebedarf sehe ich da nicht, oder Simon? Gut. Du wolltest noch was anderes, Wolfram? Dann bitteschön. Ja, weil ich gerade mit dem Stand der Fraktionssitzung sehe, dass ich da wieder in die Bredouille komme, muss ich dann nochmal kurz das Wort ergreifen. Das ist eigentlich wieder dasselbe wie im Sommer schon mal. Und zwar mit meinem verunfallten Arm. Es ist noch nicht so alles so, wie es sein sollte. Und ich werde mich deswegen nochmal ins Krankenhaus begeben müssen. Das beginnt jetzt in der parlamentsfreien Zeit, in den Schulferien, und die Aussagen der Ärzte sind ein bisschen schwer zu interpretieren, wie lange das genau dauern wird. Also ich wollte hier mal aller Öffentlichkeit erklären, dass ich also in der nächsten Zeit ein paar Wochen sicherlich ausfallen werde. Es könnte also die nächste Plenarperiode mit betreffen. Ich habe da schon individuelle Gespräche geführt zu Vertretungsfragen oder sonstigen. Ich denke, das ist dann auch erklärt, aber wollte trotzdem öffentlich hier mal erklären, dass ich wahrscheinlich über ein paar Wochen ausfallen werde, und ihr seht ja dann, wenn ich wieder da bin. So, ihr könnt euch aber mit Andreas und du, ihr könnt euch absprechen. Ja. So, weiteres oder sonstiges? Jetzt Simon. Da wir morgen Vormittag dieses Pressegespräch zu diesem gemeinsamen Oppositionsantrag zu direkter Demokratie. Oh Gott. Sorry. Ich weiß nicht, warum. Du schaffst es nicht. Warum das passiert. Werde ich leider nicht am Eurobund Medienausschuss teilnehmen können. Wie ich heute schon auf die Fraktionsbeilenliste schrieb, und würde mich freuen, wenn sich jemand noch leider halt sehr kurzfristig bereit erklären könnte, mich dazu vertreten. Wie ich schon, ja, 9 Uhr, aber wie ich schon schrieb, es ist nicht notwendig, in dieser Vertretung, sagen wir mal, unbedingt das Wort zu ergreifen im Ausschuss, aufgrund der Tagesordnung. Außer an einer Stelle, die ich aber auch Alexander überlassen kann, wenn euch das uns davon abhalten würde. Ich finde es aber auch nicht so schlimm, wenn du dann da für die paar Minuten fehlst. So. Also ich habe eine private Verpflichtung, so. Das tut mir leid. So. Ich hätte gehofft, irgendwer anders macht es lieber als ich, aber. So, gut.
dann haben wir das doch geklärt. 25 Euro für Simon Kowalewski, herzlichen Glückwunsch. Ja, hättest du gleich sagen müssen, dann hätten sie jetzt, so, jetzt ärgern sie sich alle, haben wir noch Sonstiges unter Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann beende ich den öffentlichen Teil. Wir machen eine Viertelstunde Pause. Ich brauche ein bisschen Zeit und dann machen wir den öffentlichen Teil weiter. Also halb machen wir.